Dann würde ich sagen, fangen wir mit der Vorlesung heute mal an. Bevor es losgeht, zwei Dinge. Zum einen, ihr seht es schon, ich bin tatsächlich daheim, weil so wie es aussieht, hat es mich jetzt schon zum zweiten Mal mit Covid erwischt. Von daher, ich hoffe mal, dass es heute gut funktioniert. Aber also schauen wir mal, wenn ich vielleicht etwas weniger enthusiastisch heute bin, dann hat es vielleicht damit zu tun, dass es mir auch nicht ganz so gut geht. Okay, der zweite Punkt, den ich noch sagen wollte, bevor es losgeht. Ihr hattet für heute eine Pflichtlektüre gelesen zur Literatur oder zum wissenschaftlichen Schreiben. Das ist ein Thema, was mir auch wichtig ist. Aber das andere Thema, Sekundärdaten, ist mir genauso wichtig. Und bei der Vorbereitung habe ich jetzt einfach gemerkt, dass beides zusammenzumachen doch nicht so ganz funktioniert. Also jetzt bin ich zum ursprünglichen Plan zurückgegangen und heute werden wir uns nur mit Sekundärdaten beschäftigen. Das Thema wissenschaftliches Schreiben ist ein Thema, was ihr jetzt vielleicht eher seltener in einer Methodenveranstaltung findet. Aber ich will jetzt nächste Woche versuchen, am Anfang nochmal kurz anzusprechen, gerade auch, weil es da durchaus doch auch andere Sachen gibt, auf die man achten kann oder die man auch lernen kann, wie man denn Dinge wissenschaftlich schreibt oder wie es denn auch mal mit einer Hausarbeit besser funktioniert. Weil da gibt es auch ein paar einfache Verfahren oder Herangehensweisen, die man da beachten kann, die mir zum Beispiel nie jemand gesagt hat, ja, weil ich mir gewünscht hätte, dass es mir jemand mal gesagt hätte. Okay, also, das machen wir dann nächste Woche, aber in der heutigen Woche konzentrieren wir uns jetzt auf zwei Themen, die für mich wirklich sehr interessant sind. Genau genommen ist 80, 90% meiner Forschung benutzt diese Arten von Daten, Spuren und Sekundärdaten. Und ich habe drei Dinge für heute mitgebracht. Zum ersten will ich auf nicht reaktive Verfahren eingehen. Grenzen wir das kurz von reaktiven Verfahren ab, was wir bisher so gemacht haben oder uns angeschaut haben. Und in dem Zusammenhang gehen wir dann auf physische und auf digitale Spuren ein. Und dann im nächsten Block gehen wir auf digitale Daten noch weiter ein, genauer genommen auf Internetdaten. Und da will ich euch nämlich auch zeigen, wie man solche Daten erhebt, beziehungsweise wie man solche Daten abfragt, scrapt oder mit denen interagiert, um sie aufzubereiten für Forschung. Gerade auch, weil das ein unheimlich spannendes Feld ist. Und sowas, das findet ihr eigentlich ganz selten im Moment in irgendwelchen Methodenlehrbüchern, einfach weil diese Dinge so neu sind. Ja, das hat sich jetzt in den letzten paar Jahren entwickelt und da hat sich so unheimlich viel getan. Aber ein ganz, ganz spannendes Feld, wo ihr auch noch viel mehr davon sehen werdet, wenn ihr im nächsten Semester bei der Datenanalyse bei mir seid. Ja, da machen wir das nochmal viel, viel ausgeprägter. Und dann zum Ende will ich nochmal so klassisch auf Sekundärdaten eingehen, auf Datenarchive, aber euch auch offizielle Quellen und große Datenerhebungen kurz vorstellen. Ja, also das ist so der Plan für heute. Gut, also fangen wir mal mit nicht reaktiven Verfahren an. Was sind nicht reaktive Verfahren? Ja, vielleicht überlegen wir uns erstmal umgekehrt, was sind denn reaktive Verfahren? Und das sind so Datenerhebungen, die wir bisher so besprochen haben in der Veranstaltung. Ja, da geht es um Experimente, da geht es um Umfragen, Interviews, teilnehmende Beobachtungen. Das sind alles Arten, Daten zu erheben, bei denen den Teilnehmern bewusst ist, dass sie Teil einer Untersuchung sind. Ja, oder dass ihr Verhalten auf die eine oder andere Weise beobachtet oder Daten davon erhoben werden. Wir nennen das Ganze auch reaktive Verfahren, nicht reaktive Verfahren, einfach weil der Teilnehmer da reagiert auf euch als Forscher. Und das kann nun mal zu Problemen führen, also unter Umständen zu Befragungseffekten. Das heißt, der Befragte reagiert auf die Befragungssituation und das könnte dann sozial erwünschtes Antwortverhalten nach sich ziehen. Im Gegensatz dazu haben wir jetzt nicht reaktive Verfahren der Datenerhebung. Und hier werden Daten erhoben als Folge des alltäglichen Verhaltens von Menschen. Also ohne ganz bewusst zu versuchen, die Daten für sozialwissenschaftliche Forschung zu erheben. Die Teilnehmer, die machen eigentlich nichts anderes, als was sie sonst auch machen. Vielleicht sehen die euch überhaupt nicht. Ja, also in der Regel, vielleicht kommt ihr dann hinterher einfach nur und schaut euch an, was die Teilnehmer zurückgelassen hatten. Also den Teilnehmer ist nicht bewusst, sondern bewusst, dass sie untersucht werden. Und so die großen Bereiche, die ersten zwei, auf die werden wir eingehen, es sind zum Beispiel physische Spuren. Wir lassen etwas zurück. Ja, also kann alles möglich sein, da gehen wir jetzt auch gleich noch mehr drauf ein. Dann digitale Spuren.
Weil das sind unheimlich viele digitale Daten zurück und Spuren, die dann Forscher betrachten können und die auch unheimlich interessant sein könnten. Aber dann auch andere Dinge, zum Beispiel Lebensdaten, ja, Steuerbescheide, ja, irgendwelche Listen, in die ihr euch einträgt. Die Listen sind ja hinterher alle noch da. Die Steuerbescheide sind hinterher alle noch da. Oder ja, in Schweden habe ich zum Beispiel mit ganz großen Datensätzen gearbeitet. Da ging es um die ganze Bevölkerung. Da hatten wir mehr oder weniger Steuerbescheide von jedem einzelnen Menschen, der eine Steuernummer in Schweden hatte. Und dann haben wir da ein Netzwerk generiert, was das ganze Land eingeschlossen hatte. Ja, und Verwandtschaftsbeziehungen nachgebaut. Also es gibt Verfahren, wo der Teilnehmer reagiert auf euch als Forscher. Das sind reaktive Verfahren. Und dann haben wir nicht reaktive Verfahren. Das sind solche Spuren, die die Teilnehmer hinterlassen oder Daten, die sie hinterlassen, ohne dass sie wissen, dass das dann Teil einer Studie wird. Sim, du hast die Hand oben. Ja, ich habe eine Frage. Das bedeutet also quasi, nicht reaktive Daten sind Daten, die automatisiert erhoben werden, so gesehen, und reaktive Daten sind Daten, die nicht automatisiert erhoben wurden, so gesehen? Nee, nicht unbedingt. Also automatisiert, das kann ja immer noch sein, also ich weiß nicht, was du jetzt mit automatisiert meinst. Weißt du, so Steuerbescheide, die liegen dann bei mir auf dem Tisch, dann muss ich dann immer noch was mit händisch machen, theoretisch. Natürlich könnte ich das auch automatisiert machen und da gehen wir heute noch drauf ein, ja, also dass man tatsächlich da viel automatisieren kann, ja, wenn da Spuren hinterlassen sind. Aber muss nicht unbedingt automatisiert sein. Aber vielleicht gehen wir da einfach gleich nochmal drauf zurück, wenn wir über physische Spuren sprechen. Ja? Weil dann wird es klar, dass das nicht unbedingt automatisiert sein muss. Lass mich mal ein Beispiel nennen. Ja? Also letzte Woche hatten wir kurz diese Marienthal-Studie angesprochen. Eine große Studie, ja, ein kleines Video dazu, habt ihr gesehen. Da war eine groß angelegte empirische Sozialforschung in diesem Dorf, im Marienthal, ja, wo es um Arbeitslosigkeit ging. Und Forscher sich für die Folgen der Arbeitslosigkeit interessiert haben. Und da sind eine ganze Reihe an verschiedenen Methoden zusammengekommen. Also da waren Umfragen, da waren Interviews, aber da waren auch solche verrückten Sachen, wie zum Beispiel, dass die Forscher sich auf die Lauer gelegt haben und geguckt haben, wie schnell laufen die Teilnehmer denn über die Straßenkreuzung. Ja, und das war irgendwie so ein Ergebnis, was da so hängen bleibt, dass da eine aufgebrochene Zeitstruktur war. Dass wenn die Menschen Langzeit arbeitslos sind, dass dann das mit einer Struktur, mit dem Verlust der Tagesstruktur einhergeht. Und das haben sie zum Beispiel beobachtet, ja, also jetzt nicht teilnehmen, sondern die waren da tatsächlich versteckt im zweiten Obergeschoss hinterm Vorhang, saßen die und haben sich die Straßenkreuzung angeguckt und dann quasi gestoppt, wie lange die Teilnehmer da brauchen, um drüber zu laufen. Oder ein anderes nicht reaktives Verfahren, was angewendet wurde, in dem Beispiel haben sich die Forscher auch die Ausleihen in der örtlichen Bibliothek angeschaut. Da gibt es ja auch Daten dazu. Ja, also wer hat jetzt was ausgeliehen? Und da war halt auch so das Ergebnis, dass die Ausleihen zurückgingen, ja, als da dann Großarbeitslosigkeit da war. Also auch irgendwie, jetzt könnte man ja sagen, Menschen haben viel mehr Zeit, die lesen mehr, aber das Gegenteil ist eingetreten. Also einfach nur so zwei Beispiele. Da merkt ihr, in beiden Fällen hat es keinen Einfluss auf die Teilnehmer. Ja, also die laufen jetzt nicht schneller oder langsamer, nur weil da einer oben im zweiten Stock irgendwie sie beobachtet, den sie gar nicht sehen. Und beim zweiten, sie leihen jetzt nicht mehr oder weniger aus, wenn ihr irgendwann hingeht und euch anguckt und die Teilnehmer nicht wissen, dass die Archive der Bibliothek untersucht werden, wer was ausgeliehen hat. Also es verändert das Verhalten so nicht. Und da sind wir eigentlich auch schon bei den Vorteilen von nicht reaktiven Verfahren. Und zwar, dass ihr hier eher Alltagssituationen abbildet. Ja, also es ist weniger gekünstelt. Wenn ich euch frage, wie verbringt ihr so die Zeit in eurem Tag, ist es was anderes, als wenn ich tatsächlich euch beobachte und schaue, wie schnell das ihr über die Straße lauft. Seht ihr, das ist irgendwie vielleicht tatsächlich realeres Verhalten als einfach Einstellungen oder Meinungen, die da abgefragt werden. Das sind oftmals prozessgenerierte Daten. Also da ist etwas, was passiert. Ja, nicht nur, wo ich etwas frage, sondern etwas, was passiert. Und dieser Prozess wird abgebildet. Dann haben wir in der Regel keine Interview- und keine Frageneffekte. Damit meinen wir, dass Teilnehmer jetzt nicht von der Fragestellung beeinflusst werden oder dass sie auch nicht von einem bestimmten Interviewer beeinflusst werden.
durch das Auftreten des Interviewers, durch das Aussehen des Interviewers, weil die Teilnehmer so einen Forscher überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. In der Regel sind solche Verfahren kostengünstig. Ja, ihr müsst einfach Dinge aufsammeln, die eigentlich schon da sind. Und ich finde, ist auch oft recht innovativ. Lasst uns mal kurz auf Nachteile von nicht-reaktiven Verfahren eingehen. Ihr merkt schon, die Daten, die müssen ja irgendwie erhebbar sein. Ja, also ihr könnt nicht jeden Prozess im Leben irgendwie abfassen. Ihr müsst es immer noch irgendwie erheben können. Und dann ist es so, dass Daten oftmals nicht genau das enthalten, was man gerade messen will. Ja, also jetzt so die Ausleitzahlen in der Bibliothek oder die Geschwindigkeit, mit der Menschen über die Straße laufen, das sind ja alles Versuche, irgendwo den Verlust der Zeitstruktur irgendwie zu messen. Ja, und das muss nicht unbedingt immer richtig genau da drauf passen. Ja, also das kann ein Problem sein, dass das die Daten, die ihr so nicht reaktiv bekommen könnt, dass diese Daten nicht unbedingt genau das abbilden, was ihr eigentlich messen wollt. Es kann auch ganz schwierig sein, soziale Kontexte in diesen Daten abzubilden oder zu erfassen und ist auch nicht alles möglich, was ihr tun könnt. Okay, aber das wird jetzt vielleicht im Beispiel auch nochmal deutlicher. Also jetzt will ich auf zwei etwas genauer eingehen. Zunächst auf physische Spuren und danach auf digitale Spuren, die wir hinterlassen. Und bei physischen Spuren, da habe ich erstmal eine Frage an euch. Was sind denn so Beispiele für physische Spuren, die wir so in unserem Leben hinterlassen und die sozialwissenschaftlich interessant sein könnten? Sehe ich gerade nicht, wer die Hand oben hat. Finja? Ja, also was mir jetzt vielleicht eingefallen wäre, wäre zum Beispiel Müll, dass man analysieren kann, wie zum Beispiel der Müll von den Menschen irgendwo abgelegt wurde. Ja, ist tatsächlich der Fall, wird tatsächlich genauso gemacht. Marktforscher machen das, die kämmen sich durch Müll durch. Kann aber auch für andere Zwecke ganz interessant sein. Ja, wenn wir zum Beispiel wissen wollen, erstmal, wie groß ist denn die Recyclingmenge? Ja, was recyceln denn die Menschen? Und vielleicht wollen wir da irgendwie über umweltfreundlicheres Verhalten Daten gewinnen. Anstatt die Leute zu fragen, wie umweltfreundlich sind sie denn, gucken wir uns einfach an, wie viel Müll recyceln sie denn. Also wäre tatsächlich ein Beispiel für eine physische Spur, die wir hinterlassen. Sim, du hast deine Hand oben. Ich hätte was, das ist aber ambivalent. Also das kann sowohl eine digitale wie auch eine physische Spur sein. Und das wären Bewegungsprofile. Mhm. Okay, also inwieweit physisch? Hast du vielleicht eine Idee, wie man das physisch messen könnte oder was da? Also im Sinne von physisch, dass man quasi sagt, okay, man beobachtet, wo eine Person hingeht. Also hat diese Person ein Muster, dass sie zum Beispiel jeden Morgen zum selben Bäcker geht oder jeden Tag dieselbe Strecke mit dem Bus oder der U-Bahn fährt zum Beispiel? Okay, also Bewegungsprofile. Ich denke jetzt an die Spur, die wir hinterlassen. Stellt euch vor, ihr seid in irgendeinem Park, stellt euch vor, ihr seid im Westpark oder sonst wo und dann findet ihr da Trampelpfade. Ja, das sind ja Spuren, die tatsächlich Menschen hinterlassen haben, wo ihr wisst, okay, die sind da immer diese Abkürzung gelaufen. Irgendwann bleibt dann ein Pfad übrig. Aber du hast noch anderes gemeint, zum Beispiel, ja, absolut, digitale Spuren. Zum Beispiel könnt ihr super interessant machen, Geografen im Moment, für die ist es auch ganz toll im Moment, was die einfach Daten bekommen von Anbietern von zum Beispiel Leihfahrrädern oder solche E-Scooter, die ihr in der Stadt überall findet. Das sind ja Daten dahinter. Ja, da hinterlässt er ja jedes Mal, wenn ihr auf so ein Ding da steigt und euch einloggt, hinterlässt ihr eine Spur. Eine digitale Spur wäre tatsächlich der Eintrag in der Datenbank vom Betreiber. Eine physische Spur wäre tatsächlich eine Abnutzung der Straße oder eine Abnutzung des Reifens oder was auch immer. Also solche verschiedenen Spuren findet ihr hier. Fundsachen, auch eine interessante Sache. Ich muss gerade mal kurz gucken im Chat, weil ich jetzt nur einen Monitor habe, kann ich nicht alles gleichzeitig sehen. Fundsachen ist tatsächlich auch ganz gut. Ja. Irgendwie so ein Fundbüro, ja, wenn man sich überlegen würde, vielleicht hat sich irgendein Verhalten der Menschen verändert, ja, oder ja, vielleicht hat sich der Wohlstand verändert, dann müsste man ja auch andere Fundsachen finden in Fundbüros. Ja, finde ich eine schöne Sache, tatsächlich, ist tatsächlich eine gute Spur, die da auch da ist. Okay, also ich habe schon ein paar Beispiele genannt, gehen wir mal auf die Dinge ein, die ich jetzt hier mitgebracht habe. Ist tatsächlich so, dass wir Abnutzungserscheinungen finden. Ja, zum Beispiel beim Boden, aber bei anderen Verbrauchsmitteln. Zum Beispiel hat eine Studie herausgefunden, in einem Museum, welche Ausstellungsstücke denn am populärsten sind, auf Grundlage dessen, wie oft der Teppichboden direkt davor ersetzt werden musste, weil der eben häufiger abgelaufen oder durchgerissen war, als der Teppichboden vor anderen Kunstwerken.
Da merkt ihr, das ist eine physische Spur, die wir hinterlassen. Müll habt ihr genannt, ist tatsächlich, wird auch viel dazu geforscht. Wir hinterlassen Müll den ganzen Tag über, leider viel zu viel. Das ist eine Spur, die wir hinterlassen, was auch viel über unser Leben aussagt. Dann aber auch so ein interessantes Beispiel ist tatsächlich so, dass man bei großen Fußballspielen in der Halbzeitpause merkt man einen Anstieg im Wasserverbrauch. Also da könnt ihr ins Wasserwerk gehen, das könnt ihr messen, die Daten gibt es tatsächlich. Oder Daten beim Strom. Ja, da geht auf einmal der Stromverbrauch nach oben, weil mehr Leute zum Kühlschrank gehen, um sich ein Getränk in der Halbzeitpause herauszuholen. Ja, das mag jetzt verrückt klingen, aber stellt euch mal vor, irgendwo so eine Covid-Monitoring bezüglich des Abwassers. Ja, das wird jetzt tatsächlich gemacht. Das ist ein nicht reaktives Verfahren. Das sieht man ganz genau. Im Abwasser kann man das sehr gut feststellen. Rückstände von Covid. Wird jetzt auf Bundesebene, glaube ich, gemacht, überall. Zumindest war es, glaube ich, ein Vorschlag, jetzt gerade den der Gesundheitsminister gemacht hat, dass eine Datengrundlage geschaffen wird, dass da regelmäßig bei den Klärwerken geguckt wird, wie viele Covid-Rückstände sind denn da. Und das lässt Schlüsse darauf zu, wie weit verbreitet ist denn Covid gerade. Und der Vorteil hier ist natürlich der, wenn ihr euch jetzt überlegt, das ist natürlich um einiges schneller, als wenn ihr euch anguckt, wann die PCR-Tests wo positiv sind, weil es einfach einige Tage dauert. Ja, so wie bei mir zum Beispiel. Ich habe jetzt schon zweimal wieder negativ getestet, aber alle Anzeichen sind eigentlich da. Ja, von daher wahrscheinlich habe ich es jetzt schon Covid, aber der Test schlägt einfach noch nicht an. Ob ich jetzt noch zum PCR-Test irgendwann gehe, weiß ich jetzt auch nicht, weil vielleicht habe ich da keine Lust dazu. Kostet ja auch wieder Zeit. Ja, und wenn man krank ist, dann will man da auch nicht unbedingt hin. Aber so über die Abwasserrückstände könnten wir das viel genauer feststellen. Aber ihr merkt auch schon, oftmals hat man dann die Daten eben nicht auf individueller Ebene. Ja, aber es kann eben durchaus sehr innovativ sein. Gut, also das waren so physische Spuren. Jetzt lasst uns mal weitergehen auf digitale Spuren. Jetzt habe ich dieselbe Frage. Was sind denn Beispiele für digitale Spuren, die wir so in unserem Leben hinterlassen und die sozialwissenschaftlich interessant sein könnten? Sim. Ja, wir hören dich gerade nicht, Sim. Vielleicht sowas wie Logfiles, dass man quasi sagt, man guckt sich eine Website an und sagt, okay, diese Website wurde im Zeitraum A bis Zeitraum B von so und so vielen Personen abgerufen. Oder wenn man, das wird ja auch benutzt, um Inhalteleistung zu messen, dass man quasi sagt, okay, dieser Inhalt wird besonders häufig geklickt, zum Beispiel. Ja, Internet ist mega krass, was ihr da an Daten hinterlässt. Eigentlich müssen wir es mal machen. Eigentlich müsste ich, für nächstes Jahr mache ich es mal, dass ich bei Google anfrage, was für Daten die über mich haben. Ist bestimmt ein massiver Datenstapel. So ab und zu macht man dann doch mal irgendwie ein privates Browserfenster auf. Aber absolut. Also gerade wenn dann irgendwelche Cookies auf einem Computer auch hinterlassen werden oder selbst irgendwie Dinge, die ihr gar nicht steuern könnt. Ja, so ein Server, wo die Daten liegen, der weiß ja irgendwie, wann die Daten abgefragt werden. Also selbst da ist irgendwie ein Log-File, was da generiert wird. Laura, du hast deine Hand oben. Ja, ganz, ganz plump einfach auf Amazon zum Beispiel kriegt man ja öfter vorgeschlagen, Kunden, die dies gekauft haben, haben auch dies gekauft. Also einfach, ja. was haben die sich noch angeguckt, was war noch interessant? Das sieht man ja dann zum Beispiel auch auf sozialen Medien wie Instagram oder so, ja. Dass man dann spezifisch die Werbung dafür kriegt. Ja, das ist mega krass. Ich meine, ist euch schon mal aufgefallen, wie gut die Werbung manchmal ist? Ja, also wenn ich irgendwie gerade ein Problem habe, wenn ich irgendwie gerade irgendwie, keine Ahnung, ein neues Sofa kaufen will, dann kriege ich nur noch Werbung von Sofas, ja, oder irgendwas anderes. Oder bei Amazon die Vorschläge, das ist oftmals genau das, was ich tatsächlich auch noch suche, ja. Und warum ist das so genau oder warum ist das, passt das so? Einfach, weil da unheimlich viele Daten über mich schon bekannt sind. Amazon hat da ganz genau, weiß ganz genau, wann ich nach was gesucht habe. Ja, das ist eigentlich total verrückt. Die wissen ganz genau, wann ich, keine Ahnung, was ich im Ausland bestellt habe, weil ich es im Ausland nicht bekommen habe. Ja? Und jetzt weiß Amazon wahrscheinlich, dass ich in Deutschland lebe, weil ich jetzt da wieder einen Account habe. Dann gleichen die Daten miteinander ab. Also da ist man total, total gläsern, tatsächlich. Auch wenn man es gar nicht unbedingt will, hinterlassen wir eigentlich den ganzen Tag über Spuren. Leander, du hattest auch nochmal deine Hand oben oder hat sich vielleicht schon erledigt? Ja, ich wollte eigentlich in so eine ähnliche Richtung gehen, also jetzt auch Unternehmen wie Instagram oder TikTok, die halt durch Algorithmen dein Verhalten auswerten und dann halt auch noch von Millionen von anderen und dann vergleichen ja. Die halt, wer passt, also in welche Gruppe passt man rein
Und wenn dann Leute, die in deiner Gruppe sind, was gefallen haben, wird das halt dir auch vorgeschlagen. Ich meine, sowas wie TikTok ist ja mega krass, weil das funktioniert ja gar nicht anders. Ja, also da wird euer komplettes Verhalten komplett gelockt, ja, und geguckt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und dementsprechend passt sich dann ein Algorithmus an, der das dann weiter hat. Und also das sind tatsächlich Spuren, die wir hinterlassen. Ich habe es euch auch zum Schluss. Eine andere Sache hätte ich jetzt noch zeigen können. Ja, ich müsste euch mal meine. Warte mal, wo habe ich es denn? Vielleicht kriege ich es ja irgendwo hin. Nee, ich habe es jetzt nicht irgendwie da. Ich könnte euch mal kurz meine Spotify Discovery zeigen. Ja. Meine Discovery Playlist, die es irgendwie total zerrissen hat. Ja. Weil, jetzt schaut euch mal an. Ah ne, jetzt ist es wieder ein bisschen in Ordnung. Ja. Aber eine Zeit lang hatte ich tatsächlich nur noch Kinderlieder da drauf. Einfach weil ich meine Tochter da ab und zu mal was gespielt habe. Und die Daten hat Spotify alle gespeichert und hat dann ein Profil angelegt und gedacht, ich will nur noch Kinderlieder hören. Heidi, du hattest deine Hand auch nochmal oben. Ja, vielleicht noch Bewegungsprofile, die ich mit meinem Smartphone hinterlasse. Da sind ja auch viele Dinge vorstellbar, die man damit recherchieren kann. Total. Also jedes Mal, wenn ihr mit dem Smartphone unterwegs seid, was passiert denn da? Euer Smartphone lockt sich in so eine Antenne ein. Ja, ab und zu seht ihr die noch. So alle 500 Meter steht so ein Ding. Und dann habt ihr über Triangulation, also wo ihr euch genau einloggt, kann man tatsächlich ein relativ gutes Bewegungsprofil ermitteln. Obwohl ihr eigentlich gar nichts macht. Das Einzige, was ihr macht, ihr habt euer Handy dabei und es ist irgendwie ins Mobilnetz eingeloggt. Ja, also ihr telefoniert gar nicht, ihr macht gar nichts mit dem Handy, ihr habt es einfach nur in der Hosentasche und die Daten sind da. Und dadurch kann man nachverfolgen, wer wann wohin gegangen ist. Natürlich haben wir auch die ganzen Mobilfunkbetreiber, die haben ja auch noch Daten, wen ihr angerufen habt, von wem ihr eine Nachricht bekommen habt, wie viele Daten ihr wann wo bekommen habt. Also das ist Wahnsinn. Was natürlich auch unheimliche neue Möglichkeiten bereitstellt, um Dinge zu erforschen. Ja, wenn es euch um Bewegungsprofile geht. Früher konntet ihr das gar nicht machen. Da wart ihr darauf angewiesen, dass Teilnehmer einen Fragebogen ausfüllen. Und heutzutage könnt ihr die einfach mit dem Handy durch die Gegend spazieren lassen und könnt die Daten abfangen. Also hinterlassen eigentlich die ganze Zeit digitale Spuren. Ihr merkt schon, das ist wie so eine Welle, die da über uns hereinbricht und die sich auch massivst verändert hat, sage ich mal, in den letzten 10, 15 Jahren. Und hier ist ein Zitat von Duncan Watts. Duncan Watts war ein Professor an Columbia University und danach war er dann Leiter der Forschungsabteilung bei Yahoo Research, der sozialwissenschaftlichen Forschungsabteilung. Dann ist er, glaube ich, sogar bei Microsoft gelandet, hat dort eine Forschungsgruppe aufgebaut und mittlerweile ist er wieder an der Universität oder ist an der University of Pennsylvania, an der Annenberg School of Communication. Aber Duncan Watts ist so ein großer Name in diesem Feld und Duncan Watts schreibt auch, also genauso wie die Erfindung von Teleskopen, die Erforschung des Weltalls revolutioniert hat, so verändert sich genauso wie das Messbare messbar zu machen, hat die technologische Revolution im Bereich von Mobiltelefonen, Internet und World Wide Web Kommunikation das Potenzial, unser Verständnis von uns selbst und wie wir miteinander interagieren, zu revolutionieren. Also das habe ich jetzt mal so frei übersetzt, was er da schreibt. Und ihr seht vielleicht, wo das hingeht. Es ist tatsächlich so, dass wir heutzutage Sozialwissenschaft betreiben können, wie wir das früher, wie wir das noch vor 10 Jahren uns gar nicht hätten vorstellen können. Ja, dass wir Bewegungsprofile von Millionen von Menschen, Verhalten von Millionen von Menschen auf die Sekunde genau betrachten können, ist eher das Problem, wie machen wir das? Ja, also dass wir nicht von dieser Datenwelle erschlagen werden. Aber sozialwissenschaftlich ist es einfach. Wahnsinn ist tatsächlich eine digitale Revolution. Wir hinterlassen Daten überall. Und dass die großen Firmen benutzen das schon alle irgendwo und hat aber auch natürlich ethische Fragen, die damit dran zusammenhängen. Ja, aber hat auch die Datenerhebung in den Sozialwissenschaften massivst verändert oder birgt massives Potenzial, hier tatsächlich ganz innovativ oder neue Dinge zu forschen, die vorher einfach nicht möglich waren. Also schnelle Ausbreitung digitaler Technologien hat dazu geführt, dass ereignisbezogene Fußabdrücke generiert werden von sozialen Interaktionen. Ereignisbezogen heißt es, dass das tatsächlich ein Ereignis ist. Ja, das ist nicht irgendwie einfach nur gefragt hinterher, was habt ihr denn gemacht, sondern es ist tatsächlich passiert was, ein Ereignis. Ein digitaler Fußabdruck von Interaktionen, wem ich jetzt eine E-Mail schreibe oder wen ich auf WhatsApp kontaktiere oder wen ich anrufe oder wem ich den Post auf Facebook like. Und die Daten sind jetzt zweifach, also auf der einen Seite unheimlich groß,
Das heißt, da könnten Millionen von Menschen in den Datensätzen drin sein. Gleichzeitig sind sie auch unheimlich mikroskopisch, das heißt ganz detailliert. Ja, also tatsächlich auf die Millisekunde ist da ein Zeitabdruck mit drauf, was jetzt wann wie wo passiert ist. Malu, du hattest die Hand oben. Ja, ich habe einfach nur noch mal eine Frage dazu. Und zwar, ist das so, dass dann digitale Spuren die physischen, realen Spuren, sage ich mal, irgendwie ablösen? Weil man zum Beispiel ja durch die Bewegung vom Smartphone auch einfach feststellen kann, wo die Leute sind, wo sie lange stehen, wo sie lange hingehen. Jetzt zum Beispiel das Beispiel mit dem Museum, dass man quasi die Abnutzung des Teppichs eigentlich nicht mehr braucht, um das zu erforschen, weil man eh weiß, wo die Leute sind. Also, Definitiv. Also ich meine, sicher gibt es noch bestimmte Bereiche, wo du nur über physische Spuren rankommen kannst. Aber ich glaube, das verändert sich dahingehend oder in die Art und Weise, wie sich auch unser Leben verändert. Also früher war das tatsächlich so der Fall, dass man gefragt hat, inwieweit, wenn man da so einen digitalen Fußabdruck benutzt hat, inwieweit repräsentiert das die reale Welt? Ja, das war noch so die Frage vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren, als die Leute so mit solcher Forschung angefangen haben. Aber mittlerweile sage ich, ja, die reale Welt ist einfach digital. Ja, also da sind wir irgendwo die ganze Zeit. Es wäre schon komisch, wenn die Leute ihr Telefon gar nicht mehr dabei haben. Also der Bias kommt eigentlich schon eher schon auf die andere Seite. Aber verschmilzt mehr oder weniger. Aber natürlich gibt es jetzt viele Dinge, wo man sowohl digitale und physische Spuren hinterlässt. Und dann sind die digitalen Spuren oftmals einfach auch einfacher zu verarbeiten oder abzugreifen. Laura, du hattest noch eine Frage. Oh, nee, ich hatte eigentlich nur noch einen Kommentar über das Handy erfasst, wie lange man wo ist. Ja, erzähl mal. Ob das möglich wäre, weil Google macht das ja eigentlich genau das. Wenn man, keine Ahnung, wenn man irgendeinen Laden googelt, weil man die Adresse braucht, dann sieht man öfter unten, so viele Kunden verbringen so und so viel Zeit zu der Uhrzeit hier drin. Ja. Und dann sieht man, wann es in dem Laden voll ist und wann nicht. Ist krass. Ich meine, ist ja genauso, wenn ihr mal mit Google Maps navigiert, ja, machen wir alle, fahren in meinem Auto. Habt ihr euch schon mal gefragt, wo Google Maps jetzt ganz genau weiß, wo gerade der Stau ist? Ja, da seht ihr auf der Karte ganz genau, okay, da ist gerade rot, da ist orange. Die haben ja nicht irgendwie Staumelder, die ganze Zeit durch die Gegend fahren. Wobei, sie haben Staumelder, die haben Millionen von Staumeldern, die eben mit ihrem Telefon unterwegs sind. Das heißt, wenn ich dann mit meinem Telefon unterwegs bin, dann sende ich genauso gut Daten an Google zurück. Und dann weiß Google, okay, jetzt zwischen Bonn und Ahrweiler, keine Ahnung, fährt er recht langsam. Da muss irgendeine Baustelle sein oder da ist ein Stau gerade. Ja, also auf eine gewisse Art und Weise tragen wir da alle dazu bei. Ja, also unsere Daten werden da genauso dafür verwendet. Okay, Twitter ist ganz interessant. Also gibt es unheimlich viele Forschungen zu Twitter im Moment. Weil es auch so ein Meinungsspektrum abbildet. Ja, also wenn ihr euch darum interessiert, ja, wie fühlen sich die Menschen denn im Moment gerade so? Ja, dann könnt ihr jetzt theoretisch Millionen, Milliarden von Twitter-Nachrichten abgreifen und dann eine Sensitivitätsanalyse machen und euch angucken, wie oft wenn da jetzt positive oder negative Wörter drin benutzt. Ja, ist alles möglich. Das machen Menschen auch heutzutage und wie dann Menschen auf gewisse Ereignisse reagieren. Ja, wenn auf einmal ein Erdbeben ist oder sonst wo oder irgendwas passiert, wie verändert sich dann die Twitter-Sphäre? Oder bei politischen Protesten, ja, auch großer Bereich, in der Politikwissenschaft ist Twitter-Forschung auch sehr beliebt, weil man es da einfach da erfassen kann. Ja, da kann man den politischen Diskurs abbilden. Ein Doktorand von mir, der hat das tatsächlich gemacht, der hat sich Daten von Twitter abgegriffen in Irland in Bezug auf ein Referendum, was vor ein paar Jahren abgehalten wurde, in Bezug auf Abtreibung. Ja, da gab es dann zwei Camps und zu den zwei Camps hat er Twitter-Nachrichten gesammelt. Und dann haben wir geguckt, okay, wie kommunizieren die denn? Gibt es da Organisationen oder Personen, die beide ansprechen und wie oft, wenn die denn, wie resoniert denen ihre Nachricht häufiger, wenn sie verschiedene Konzepte miteinander verbinden? Ja, war so ein bisschen Computerlinguistik angehaucht, aber Politikwissenschaft und Computational Social Science zusammen. Aber eine unheimlich große Datenmenge, die da ist. Ich glaube, jemand hatte die Hand oben, aber ich habe es nicht gesehen. Falls ihr die Hand oben hattet, sagt vielleicht einfach mal kurz was. Ich wollte dazu noch kurz sagen, aber da ist doch dann das riesige Problem, dass das halt dann eben nicht die durchschnittliche Bevölkerung abbildet. Ich habe mal was gelesen, dass man halt viel eher dazu geneigt ist, unter einem YouTube-Video oder im Internet was zu kommentieren
wenn man sehr stark emotionalisiert ist, also wenn man etwas fantastisch fand oder wenn man sich irgendwie aufregt, anderer Meinung ist oder eher wütend ist. Und wenn man jetzt sagt, ja, war ganz gut oder war okay oder hat mir nicht ganz gut gefallen, aber ist jetzt nicht schlimm, dann kommentiert man das jetzt irgendwie selten auf Twitter oder unter einem YouTube-Video oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn man sich jetzt einfach nur Twitter-Kommentare anschaut, könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass irgendwie Deutschland wahnsinnig wütend ist. Dabei verwenden nur ein Teil der Leute Twitter und nur ein Teil von den Leuten kommentiert regelmäßig und dann auch nur, wenn sie besonders emotionalisiert sind. Absolut berechtigter Punkt. Ja, also dass es das tatsächlich gebiased Ergebnisse geben kann. Ja, aber das kann genau auch tatsächlich dein Forschungsgegenstand sein. Zum Beispiel, so eine Sache, die mich interessiert, ist, wie wir irgendwie die Welt falsch wahrnehmen. Ja, und vor allem durch soziale Medien. Also ich habe das selbst auch dazu geforscht. Da gibt es eine Sache, die nennt sich das Freundschaftsparadox, das Friendship Paradox, dass wir die Welt einfach verzerrt wahrnehmen, weil wir eher mit den Menschen in Kontakt stehen, die auch mit vielen anderen Menschen in Kontakt stehen. Das heißt, auf Twitter ist tatsächlich so, ihr followt eher den Leuten, die extrem viele Follower haben. Also ihr seht eher die Influencer als die Nicht-Influencer. Und dann seht ihr, was die da also treiben, und das verzerrt ja eure Wahrnehmung der Welt. Und dann geht es sogar so weit, bei Twitter ist es extrem krass, dass, glaube ich, 98% der Twitter-User haben selbst weniger Follower als die Person, denen sie followen. Das heißt, wenn ihr ein Twitter-User seid, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass ihr viel weniger Follower selbst habt, als die Leute, denen ihr followt. Und das verzerrt das tatsächlich auch die Wahrnehmung. Also das kann dann auch gerade irgendwie der Forschungsgegenstand sein, ja, wie dann vielleicht gewisse Meinungen verstärkt wahrgenommen werden oder was das dann mit den Menschen tut. Ja. Also ich meine, dein Punkt war natürlich, es ist ja jetzt keine Stichprobe. Ja, da sind wir jetzt schon irgendwie auch beim Punkt. Ja. Das ist keine Zufallsstichprobe. Oder zumindest müsst ihr da aufpassen, ja, was ihr da irgendwie habt. Ihr könnt unter Umständen ja durchaus schon auch eine Zufallsstichprobe haben, aber dann müsst ihr aufpassen, wer postet denn wie viel, weil das natürlich auch wieder selektiv ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es uns einen Einblick in den Gemütszustand von Menschen, was wir vorher so gar nicht hatten. Es gibt tatsächlich auch eine Webseite, ich glaube, ja, nächstes Mal, jetzt muss ich gerade dran denken, nennt sich tatsächlich We Feel Fine oder war mal ein Projekt vor ein paar Jahren, irgendwo, um irgendwie so ein Gespür dafür zu bekommen, was gerade im Internet so die Gefühlslage ist, was in so verschiedene soziale Medien abgegriffen hat. Okay, Online-Dating ist auch ein ganz spannendes Feld in Bezug auf die Daten, die da generiert werden. Und zwar gibt es im Moment tatsächlich auch Forschung dazu, inwieweit diskriminiert wird. Inwieweit diskriminiert wird, wenn jemanden anschreibt und die andere Person dann nicht zurückschreibt. Ja? Oder was für Eigenschaften es wahrscheinlicher machen, dass eine Person angeschrieben wird oder nicht. Ihr merkt schon, das sind so Sachen im realen Leben, werden die unheimlich schwierig zu erheben. Ja, also man könnte ja sich ganz schwierig bei Millionen von Menschen auf die Lauer legen und gucken, mit wem die ein Date ausmachen. Ja? Während online habt ihr diese Daten zur Verfügung. Und da werden natürlich auch Forschungen dazu gemacht. Facebook, muss ich nicht mal sagen, ist eher schon das Problem, dass Facebook man vielleicht einfach nur noch mittlerweile jeden bei Facebook findet. Wenn ihr irgendwie so wie ich von eurem Onkel auf einmal Videos bei Facebook bekommt, dann wisst ihr, okay, es ist Zeit, mal das soziale Medium zu wechseln, mal woanders hinzugehen. Wir haben eigentlich fast alle einen Facebook-Account und sehen dadurch auch die Welt auf eine verzerrte Art und Weise. Aber es kann auch was anderes sein. Ja? Also vielleicht sind einige von euch Computerspieler und da wisst ihr auch, dass es in so Computerspielen geht ja oft irgendwie um Verhalten. Ja, das sind tatsächlich Mikrolabore. Da könnt ihr Experimente innerhalb von Computerspielen ausführen. Es gibt sogar Online-Ethnografie, ja, das gibt es sogar auch, wo dann da einfach Charaktere, Avatare online untersucht werden. Aber auch, wie sie miteinander kooperieren, ja, oder wann sie nicht miteinander kooperieren. Das sind alles unheimlich interessante Datenmengen. Oder macht es so wie ich. Ich habe tatsächlich, ich meine, da war ich schon einer der Ersten, der das damals gemacht hat, Anfang der 2000er, also auch schon eine ganze Weile her, habe ich tatsächlich auch Daten von Computerspielen abgegriffen. Genauer gesagt habe ich es geschafft, dass mir die Universität Oxford Geld gegeben hat, dass ich diese Computerspiele gekauft habe. Und warum habe ich die gekauft? Weil in meiner Forschung ging es um die Auswirkungen von Wechseln von Spielern von einer Mannschaft zur anderen. Ja, das hat mich so interessiert, was das mit einer Mannschaft macht.
könnt ihr auch noch allgemeiner denken in Teams. Ja, da habt ihr neue Menschen, die in ein Arbeitsteam hineinkommen und andere gehen. Und was macht es mit dem Wissen in dem Team oder allgemein mit der Leistung im Team, wenn da Wechsel ist oder wenn da Diversität ist? Und eine Sache, die mich interessiert hat, war natürlich, wie gut sind denn diese Spieler? Ja, also da habe ich gedacht, ja, natürlich, der eine wechselt anders hin, aber das macht ja einen Unterschied, ob das ein guter oder ein schlechter Spieler ist. Aber wie sollte ich das erfassen? Ja, für tausende von Spielern, die ich mir angeguckt habe. Da habe ich gedacht, ja, es gibt ja solche Proxys. Ja, also das, wenn ihr so ein Spiel schon mal gespielt habt, mittlerweile die EA Sports, FIFA-Spiele sind ja mega krass, was da an Daten von jedem einzelnen Spieler erfasst ist. Da habt ihr nicht nur einen Punkt, also keine Ahnung, hat der Messi jetzt die 97 und der Ronaldo hat die 96 und ich weiß nicht, wer sonst wo euer, keine Ahnung, andere Spieler hat eine 63, ja, an Leistungspunkten. Und das könnt ihr tatsächlich benutzen. Also ich habe es tatsächlich benutzt als Proxy dafür, wie gut sind denn die einzelnen Spieler. Oder Marktwert, ja, kann man auch, habe ich aus solchen Computerspielen abgegriffen und tatsächlich auch mit publiziert. Und ja, dann kann man solche lustigen Sachen mitmachen. Also ich habe da tatsächlich ein Netzwerk gebastelt von Pässen. Ihr merkt schon, das ist auch schon eine Weile jetzt her. Also wer spielt jetzt wem den Ball zu? Und auf der rechten Seite seht ihr jetzt so eine Animated Heatmap. Das habe ich mit denselben Daten hergestellt. Da seht ihr jetzt gleich, es fällt gleich ein Tor. Und der Ball geht da rum. Das war jetzt das Tor. Jetzt bringen die gerade den Ball zurück zum Mittelpunkt. Ja, also da habe ich das Verhalten in den Fußballspielen mir angeguckt. So als Labor quasi für soziale Interaktion. Und warum? Weil da einfach die Verhaltensregeln ganz klar sind. Und ich habe alles mega krass beobachtet. Also ich habe da mit Daten gearbeitet, die sind von Opta Sports. Da habe ich tausende von Ereignissen für jedes Spiel und weiß ganz genau, wo, wann, was passiert. Und habe das auf die unterschiedlichsten Arten dann analysiert. Okay. Also, so viele zu Spuren, die wir hinterlassen und die wir dann erfassen können. Aber ich möchte jetzt weitergehen und möchte ein bisschen konkreter über Internetdaten sprechen. Ja, weil zum Beispiel diese Computerspieldaten, das waren jetzt keine, sind digitale Spuren, aber jetzt keine Internetdaten. Aber Internetdaten einfach aus dem Grund, weil da im Moment unheimlich viel in Bewegung ist. Also gerade für euch als Sozialwissenschaftler ist das eigentlich somit das spannendste Feld, was es im Moment gerade gibt oder das innovativste Feld, um neue, interessante Daten zu erheben, vielleicht auch für alte Fragestellungen. Und gerade irgendwie, das ist auch schon eine Weile, Gott, ein älterer Graph von 2017, wenn ihr euch mal überlegt, die letzten 60 Sekunden, was da alles passiert ist im Internet, ja, also da waren über 18.000 Tinder-Matches, da waren irgendwie über fast 4 Millionen Google-Suchanfragen innerhalb der letzten 60 Sekunden, mehr als 30 Millionen WhatsApp-Nachrichten, die ausgetauscht wurden. Und das Ganze war vor 4 Jahren. Ja, also ich glaube, mittlerweile hat sich das auch noch mal verändert. Aber ihr bekommt dann das Gefühl für dessen, was hier passiert, dass es eine unheimlich große Datenmenge gibt und die eben auch Möglichkeiten zur Forschung bieten. Aber dafür habe ich jetzt ein kleines Video, was wir uns mal kurz anschauen. In the new network empires, there's only one commodity that counts, and that is data. Their business models increasingly center around harvesting users' data. And that in turn means maximizing user engagement. Because the more time you spend on Facebook, the more ads you're likely to see, and the more lucrative data about your personal preferences you're going to generate. That means that social media companies and other network platforms will only survive and thrive if they can keep us hooked. In 2009, Facebook came up with this brilliant way to captivate our helpless brains with hits of dopamine, the like button. You may not realize it, but every time you like or comment on a post, you're giving the network platform some of your data. Do you think that people, engineers working at the big tech companies, consciously knew that they were setting out to create addicts? Certainly in some cases, I think people were intentionally trying to drive up engagement. In some cases, people were just trying to build a product that
people liked. Until a couple of years ago, there's very little idea of people could like our product too much. One way of thinking about data in the modern economy is to call it the new oil. These two valuable commodities, one pumped out of the ground, one pumped out of us, have been the basis of economic revolutions. And each one became the foundation of enormously profitable monopolies. Also das seht ihr, das war der Titel. Networld hieß es, glaube ich. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass es ausgestrahlt wurde. Ja, aber interessante Dokumentation zu der Idee, dass Daten das neue Öl in unserer Gesellschaft sind. Haben andere auch wieder kritisiert und wieder hinterfragt, aber die Tatsache bleibt nun mal, dass heutzutage, wenn ihr im Internet irgendwo unterwegs seid und wenn ihr irgendwas kostenlos bekommt, wie zum Beispiel einen Google Gmail-Account, dann bezahlt ihr dadurch, dass ihr da eure Daten hinterlasst, die dann der Konzern wieder benutzt, um dann tatsächlich erfolgreiche Werbung zu schalten oder was auch immer damit zu tun. Ja, also wirft natürlich auch eine ethische Frage auf, was passiert denn da genau? Und nicht nur erst seit Cambridge Analytica vor ein paar Jahren ein Skandal, wo irgendwie dann ganz gezielt Daten von Facebook benutzt wurden, um Wahlen zu manipulieren, ja, oder einfach nur ganz gezielt irgendwelche Anzeigen zu schalten. Ich meine, das ist Wahnsinn, wie gezielt ihr heutzutage eine Anzeige auf Facebook schalten könnt. Da könnt ihr euch genau ein Profil raussuchen und nur die Person soll eine gewisse Anzeige sehen. Was im Übrigen auch sehr spannende Strategie ist, um Experimente online zu machen, ja, oder um ganz gezielt gewisse Zielgruppen anzusprechen, die ihr an einer Studie teilhaben lassen wollt. Aber es wirft natürlich ethische Fragen auf. Ja, ich meine, in der Regel, Firmen werfen das auch auf. In der Regel, in den Terms of Conditions sagt ihr dazu allem ja. aber da hat sich in den letzten Jahren auch einiges getan. Ja, also gerade irgendwie auf EU-Ebene oder im Moment ist immer noch viel im Fluss, dass Daten auch anders geschützt sind oder dass man noch mehr Rechte mit dazu hat. Ja, also da ist einiges in Bewegung im Moment. Da muss man aber auch aufpassen, wenn man so eine Forschung betreibt, ja, dass man sich da an die Regeln hält. Heißt jetzt nicht, dass das gar nicht mehr machen kann. Eine Zeit lang habe ich mich, ganz ehrlich gesagt, mich ein bisschen zurückgehalten, weil ich gemerkt habe, dass die Daten, die ich abgegriffen habe, doch recht grau waren, beziehungsweise ich nicht unbedingt die Erlaubnis hatte dafür. Und mittlerweile ist es auch schwieriger, damit was zu publizieren. Aber dann auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder Daten, die explizit darauf ausgelegt sind, dass sie abgegriffen werden können. Und da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Also unabhängig von der Frage, was ethische Fragen, die Datenvielfalt oder Online-Spuren und Internetdaten aufwerfen. Unabhängig von der Frage ist einfach der Punkt, dass die Handwerksfähigkeiten, mit solchen Daten umzugehen, ganz entscheidend sind. Also ich habe es vorhin schon gemeint, wenn ihr schlau seid, dann legt ihr da einen Schwerpunkt drauf oder guckt, dass ihr da die Skills bekommt. Weil das ist unabhängig vom Fach. Also egal, ob ihr jetzt Politik, Soziologie oder Sprachwissenschaften oder was auch immer studiert, das Handwerkszeug, um mit solchen Daten umzugehen, ist ganz entscheidend. Und das sind für Sozialwissenschaften, für Soziologie tatsächlich Game Changers. Also man kann auf einmal Daten erheben und Studien durchführen, die man so vorher einfach gar nicht machen konnte. Okay, jetzt habe ich zwei Dinge mitgebracht, wo ich euch zeigen will, wie man solche Daten erhebt, beziehungsweise wie man da rankommt oder was alles möglich ist. Das ist jetzt kein ganz großer Überblick, also das ist ein relativ oberflächlicher Überblick. Konkreter wird es da tatsächlich, wenn ihr im nächsten Jahr oder im nächsten Semester bei mir in der Datenanalyseveranstaltung seid, dann gehen wir da noch konkreter drauf ein. Da lernt ihr, wie ihr tatsächlich solche Daten abgreift. Aber nichtsdestotrotz will ich es heute euch trotzdem schon mal zeigen. Also, jetzt haben wir hier solche Application Programming Interfaces. Ja, das hat jemand schon mal von einer Application Programming Interface gehört? Weiß jemand, was das ist? Naja, ich habe ein kleines Video, was es euch zeigt. Ein Application Programming Interface ist erstmal nichts anderes als eine Schnittstelle, mit der Programme, Apps oder Webseiten im Internet untereinander kommunizieren.
Ihr müsst euch vorstellen, das ist ja nicht mehr nur so, dass ihr irgendwie ins Internet geht und ihr ruft eine Webseite auf und das war's. Da findet unheimlich viel Kommunikation zwischen verschiedenen Dingen statt. Da kommuniziert euer Staubsauger mit eurer Amazon Alexa, bei mir ist es zumindest so, und gleichzeitig kommuniziert es mit eurem Handy und das funktioniert mit eurem RFID-Chip. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, dann weiß Alexa gleich automatisch, dass ich da bin, macht das Licht an und der Staubsauger ist bis dahin fertig, so ungefähr. Also unheimlich viele Dinge kommunizieren miteinander, auch viele Dinge, die ihr so gar nicht mitbekommt. Also wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, ihr habt eine App auf eurem Handy, ich habe irgendwie eine App von der New York Times auf meinem Handy, da kommuniziert dann jetzt diese App mit der Datenbank von der New York Times. Es ist nicht so, dass eine Webseite erstmal aufgerufen wird, sondern das kommuniziert direkt und die App ruft sich da einfach die Daten ab, die sie dann auch braucht. Und vielleicht habt ihr auch schon mal vom Internet der Dinge gehört, ja, einfach wo viele Dinge miteinander vernetzt sind. Und wenn jetzt so viele verschiedene Dinge miteinander vernetzt sind, dann müssen diese Dinge eben auch miteinander kommunizieren. Ja, die müssen sich ja irgendwie austauschen, müssen irgendeine Sprache miteinander sprechen. Und das ist ein sogenanntes Application Programming Interface. Ja, das ist quasi die Schnittstelle zwischen verschiedenen Diensten, die online stattfinden. Jetzt habe ich aber hier nochmal ein kleines Video, was das vielleicht noch ein bisschen genauer zeigt oder besser erklärt. Connectivity is an amazing thing. By now, we're all used to the instant connectivity that puts the world at our fingertips. From desktops or devices, we can purchase, post, pin, and pick anything, anywhere. We are connected to the world and each other like never before. But how does it happen? How does data get from here to there? How do different devices and applications connect with each other to allow us to place an order, make a reservation, or book a flight with just a few taps or clicks? The unsung hero of our connected world is the Application Programming Interface, or API. It's the engine under the hood and is behind the scenes that we take for granted, but it's what makes possible all the interactivity we've come to expect and rely upon. But exactly what is an API? It's a question everyone asks. Okay, not really, but we're glad you did. The textbook definition goes something like this. In computer programming, an application programming interface, API, is a set of routines, protocols, and tools for building software applications. An API expresses a software component in terms of operations, inputs, outputs, and underlying types. Okay, to speak plainly, an API is the messenger that takes requests and tells a system what you want to do, and then returns the response back to you. To give you a familiar example, think of an API as a waiter in a restaurant. Imagine you're sitting at the table with a menu of choices to order from, and the kitchen is the part of the system which will prepare your order. What's missing is the critical link to communicate your order to the kitchen and deliver your food back to your table. That's where the waiter, or API, comes in. The waiter is the messenger that takes your request, or order, and tells the system, in this case, the kitchen, what to do, and then delivers the response back to you, in this case, food. Now that we've whetted your appetite, let's apply this to a real API example. You're probably familiar with the process of searching for airline flights online. Just like at a restaurant, you have a menu of options to choose from, a drop-down menu in this case. You choose a departure city and date, a return city and date, cabin class, and other variables. In order to book your flight, you interact with the airline's website to access the airline's database to see if any seats are available on those dates and what the cost might be based on certain variables. But what if you're not using the airline's website, which has direct access to the information? What if you are using an online travel service that aggregates information from many different airlines? The travel service interacts with the airline's API. The API is the interface that, like your helpful waiter, can be asked by that online travel service to get information from the airline system over the internet to book seats, choose meal preferences, or baggage options. It also then takes the airline's response to your request and delivers it right back to the online travel service, which then shows it to you. So now you can see that it's APIs that make it possible for us all to use travel sites. The same goes for all interactions between applications, data, and devices. They all have APIs that allow computers to operate them, and that's what ultimately creates connectivity. So whenever you think of an API, just think of it as your waiter running back and forth between applications, databases, and devices to deliver data and create the connectivity that puts the world at our fingertips. And whenever you think of creating. Okay, also das war jetzt so ein relativ abstrakte
Überblick, was so APIs sind. Ja, also einfach nur, damit ihr wisst, dass da tatsächlich, wenn ihr im Internet kommuniziert, Dinge einfach miteinander reden. Ja, und die benutzen solche Schnittstellen. Und diese Schnittstellen, das nennen wir API, Application Programming Interface. Und diese Schnittstellen sind auch dokumentiert. Und es ist so, dass da verschiedene Apps miteinander kommunizieren könnten. Aber jetzt ist der Punkt, dass ihr das genauso auch als Forscher machen könnt. Das heißt, ihr könnt so eine API abgreifen beziehungsweise so eine Anfrage hinstellen. Also einfach irgendwie fragen, hey, liebes Internet, oder ein Endpunkt nennt sich das. Ihr könnt einen gewissen Endpunkt anfragen, liebe Endpunkt, gib mir verschiedene Informationen zu irgendwas. Und da gibt es eine ganze Reihe an APIs, die für uns als Sozialwissenschaftler interessant sind. Zum Beispiel eine API, als Beispiel, was ich jetzt hier gemacht habe, ist Genderize. Ja, ich klicke mal drauf, dann seht ihr mal, was hier jetzt passiert. Jetzt ist das gerade im Weg. Das ist nichts anderes als eine Webseite, die ich jetzt hier aufgerufen habe. Ja, wenn ihr mal rumguckt, wie das jetzt da steht, da ist HTTPS und da ist da API genderize.io. Und jetzt habe ich aber hier eine Information dazugesetzt, ja, eine Variable. Und das ist irgendwie durch dieses Fragezeichen geregelt. Da sage ich jetzt Name und jetzt habe ich da mal Thomas reingeschrieben. Ja. Und was macht das jetzt? Das ruft jetzt quasi einen Server an und sagt dem, lieber Server, sag mir mal, wie wahrscheinlich ist es denn, dass dieser Name ein männlicher oder ein weiblicher Name ist? Und das bekomme ich zurück. Ja, seht ihr mal, das ist nichts, sieht das als Webseite ganz komisch aus, aber ihr bekommt erstmal Daten zurück. Was ihr hier zurückkommt, ist jetzt ein sogenanntes JSON-Objekt. Ja? Aber das ist einfach nur ein gewisses Format, wo da so eine Klammer da ist, und dann steht der Name und dann steht da jetzt hier Thomas und Gender und dann heißt es hier mit der Wahrscheinlichkeit von 9,9. Also ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, ist das ein männlicher Name oder bin ich ein Mann? Jetzt könntet ihr da eben jeden anderen Namen hinschreiben. Also keine Ahnung, sagen wir mal Anna. Ja? Und wenn ich das jetzt hier hinschreibe, seht ihr auf einmal die Antwort, die zurückkommt. Gender, Female, eine Wahrscheinlichkeit von 98%. Also ihr merkt schon, das ist im Grunde nichts anderes. So eine API ist nichts anderes als einfach nur eine Webseite, die ihr aufruft mit gewissen Parametern. Und dann bekommt ihr Informationen zurück. Und diese Information, die ihr zurückbekommt, das kann auf eurem Handy landen, auf einer App, kann aber auch genauso gut bei euch auf dem Computer landen oder bei eurem Programm, mit dem ihr dann Daten sammelt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Städtename hätte, ja, habe ich tatsächlich auch schon so gemacht, dass ich irgendwie eine Forschung hatte, schon eine Weile her, da ging es um die Ausbreitung von rechtsextremer Gewalt, hat mich interessiert. Und dann hatte ich da Städtenamen, aber ich wusste nicht, wo diese Städte genau sind. Ich hatte also die geografischen Koordinaten nicht. Habe ich da eine API benutzt, wo ich dann die Stadtnamen hingeschickt habe und dann habe ich geografische Koordinaten zurückbekommen. Ja, und das konnte ich dann automatisiert für Tausende von Städtenamen machen. Weil wenn ihr das manuell macht, da sitzt ihr wochenlang da. Und so habe ich ein Computerprogramm geschrieben, was das innerhalb von einer halben Stunde alles erledigt hat. Also da gibt es unheimlich tolle Sachen, die ihr mitmachen könnt. Ich gehe gleich nochmal ein bisschen auf die Beispiele drauf ein. Aber so eine bekannte API, die es auch gibt, ist von Twitter. Also ich habe es schon genannt. Twitter hat eine Schnittstelle zur Verfügung, explizit mittlerweile auch jetzt wieder mehr, für Forschungszwecke, wo sie ganz klar sagen, okay, ihr seid Forscher und ihr dürft diese Schnittstelle benutzen. Ihr dürft da gewisse Daten von abgreifen. Die sind da in der Regel anonymisiert oder haben nicht irgendwie alle Informationen mit drin. Bei Twitter war das dann einfach nur ein gewisser Bruchteil an der Tweets, die stattfinden. Aber diese API ist zum Beispiel hier jetzt extrem gut dokumentiert. Also da steht genau drin, wie ihr da drauf zugreifen könnt oder wie diese Webseite, diese Adresse oben heißen muss und mit welchen Fragezeichen und Attributen ihr denn was zurückbekommt. Und eine andere berühmte API, zum Beispiel von der New York Times, auch ganz spannend, da könnt ihr abgreifen, welche Artikel jetzt, da könnt ihr abgreifen, wie oft ist denn jetzt Trump in der New York Times gementiont worden über die letzten 15 Jahre oder so. Ja? Oder ihr könnt die Inhalte abgreifen oder andere Dinge. Also da habe ich auch ein Beispiel, das will ich euch mal kurz zeigen, wie das aussieht. Also oftmals googelt ihr da einfach den Namen von der Webseite, die euch interessiert, wo ihr denkt, dass es da vielleicht eine API gibt. Und wenn ihr dann noch Developer mit dazu guckt, dann findet ihr das oft. Und bei der New York Times sieht es zum Beispiel so aus. Mal drauf, wo ist es denn? So, seht ihr, also da ist irgendwie auch genau dokumentiert, wie ihr damit anfängt. Und wenn ihr da jetzt zum Beispiel loslegen wollt,
ist da eine Beschreibung. Das heißt, ihr müsst irgendwie einen Account aufmachen mit dem, damit ihr auch wisst, wer da jetzt abfragt. Ja? Oder ihr müsst irgendwie dann eine App generieren. Ich habe jetzt tatsächlich so einen Account schon mal erstellt und ich zeige es euch mal, wie das denn aussieht. Also habe ich mich registriert, da habe ich das tatsächlich irgendwie für uns schon mal gestern hier eine App registriert. Ja, ich könnte aber auch eine neue App machen. Machen wir mal eine neue App und nenne es mal Methoden 2. Und jetzt kann ich mir da auswählen, welche API, also welchen Zugangspunkt ich denn gerne hätte. Und da seht ihr jetzt, New York Times bietet verschiedene Dinge an. Also zum Beispiel das Archiv von allen Artikeln, irgendwie Büchern auf der Bestsellerliste. Das könnte interessant sein, wenn es mich jetzt interessieren würde, was waren denn so auf der Bestsellerliste und was waren denn die Bücher-Reviews? Das wäre zum Beispiel interessant. Oder was irgendwie auf der Webseite steht oder was die, wie Filme bewertet wurden. Ja? Dann kann ich das irgendwie hier ein- oder ausschalten. Mal hier, wenn ich das mal einschalte. Ja? Und dann speichere ich das und dann habe ich dann eine App. Und auf einmal habe ich hier jetzt einen API-Key. Oftmals braucht ihr sowas, der identifiziert mich jetzt. Ja, also wenn ich da jetzt irgendwie drauf zugreife und wenn ihr irgendwo in die Dokumentation reingeht, dann seht ihr auch genau, was man damit jetzt machen muss. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier reingehe und auf die Mubi-API reingehe, da seht ihr jetzt, wie sowas aussieht. Ja, also da gehe ich dann irgendwie auf den Pfadnamen ein und dann hier gebe ich jetzt zum Beispiel wieder eine Fragezeichen ein und ein Query Lebowski. Ja, suche mir irgendwie die Reviews zu dem Film The Big Lebowski oder was auch immer. Und so sieht das Ganze im Endeffekt dann aus. Ja, das ist irgendwie hier so eine Webseite. Ich haue es mal hier oben rein. Was jetzt irgendwie nach... Der Key war nicht richtig. Ach ja, das war der Key. Seht ihr, also da müsst ihr schon richtig registriert sein. Jetzt habe ich hier irgendwie den Beispiel-Key benutzt. Aber ich habe es hier tatsächlich mal gemacht. Wo ist es denn? Hier ist es zum Beispiel. Das wäre jetzt so ein Key, der mir anzeigt. Wenn ihr da jetzt hinguckt, API, das ist eine ganz kryptische Webadresse jetzt. Ja? Aber das ist nicht dafür gedacht, dass da Menschen draufklicken. Das ist dafür gedacht, dass da Computerprogramme drauf zugreifen können. Aber ihr könnt es, wie gesagt, auch selbst machen. Ich mache das hier tatsächlich jetzt in einem Programm A. Also das werdet ihr in der Datenanalyse im nächsten Semester auch lernen, was man da so macht. Und da greife ich drauf zu. Aber im Grunde genommen könnte ich das auch in meinen Browser reinschmeißen. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Und zwar wird da die Anfrage nach Godfather gestellt. Wünsche ich da einen Key. Das ist ein Key, den ich vorher erstellt habe. Gehen wir mal kurz wieder drauf. Jetzt haue ich mal den da rein. Gucken wir mal. Jetzt kommt ein Ergebnis zurück. Der erzählt, das sieht ja auch wieder ganz kryptisch aus. Aber das ist jetzt tatsächlich wieder so ein Datenpaket. Das ist jetzt hier ein JSON-Objekt. Und das könnte ich weiter bearbeiten. Und also wie gesagt, es ist im Endeffekt gar nicht so kompliziert. Ich habe hier ein paar Beispiele nochmal gemacht. Ich kann es auch nochmal hochladen für euch zum Durchklicken. Aber so sieht es aus. Also was ihr hier jetzt seht, das ist jetzt eine Umgebung, das nennt sich RStudio. Das ist so eine Programmierumgebung. Im Grunde genommen ist das wie SPSS, nur dass man noch viel mehr mitmachen kann. Ja, also dass man eben noch viel mehr programmieren kann oder dass noch viel mehr andere Pakete zur Verfügung stehen, weil die Menschen wie ich schreiben und da so eine Community entsteht mit aktiven Teilnehmern. Und ja, also das ist jetzt zum Beispiel so ein einfacher Code. Ich sage mal, was da jetzt passiert. Da lade ich irgendwie ein Paket JSON Lite. Das einfach brauche ich irgendwie, weil das ein JSON-Paket ist, was da zurückkommt. Und dann ist es ganz einfach irgendwie hier so dieser Befehl, der irgendwie auf diese Webseite jetzt geht. Ja, und das Ganze irgendwie in Gendername speichert. Und wenn ich da jetzt drauf gehe, jetzt seht ihr, jetzt habe ich ja hier in A die Daten, die ich gerade eben schon angesprochen hatte. Und jetzt kann ich das Ganze halt mit einer ganzen Reihe von Namen machen. Ja, also stellt euch mal vor, ihr hättet Zehntausende von Namen, habt aber nicht das Geschlecht von den Personen, wollt aber da einen Schätzwert dafür haben. Ja, also manchmal ist es auch irgendwie nicht so, zum Beispiel meine Tochter hat einen zweiten Namen, auch einen männlichen Namen. Ja, das haben wir einfach gemacht. Einfach, weil ich glaube, es ist mal was anderes. Da würde das Programm jetzt daneben liegen. Aber so in der Regel, gerade irgendwie, wenn ihr Tausende, Hunderttausende, Millionen von Einträgen habt, habt ihr da eigentlich einen ganz guten Proxy dafür. Und jetzt habe ich hier mal im nächsten Beispiel, ich tue es mal laufen lassen, was da jetzt passiert. Jetzt habe ich hier irgendwie so einen Vektor generiert, der hat einfach jetzt mal verschiedene Namen drin. Das ist nichts anderes, sind einfach jetzt diese Beispielnamen, die ich da benutzt habe, um euch zu zeigen, dass ich es halt ganz einfach so eine Schleife schreiben kann.
Und das ist genau das, was hier passiert. Da ist eine Vorschleife. Das heißt, er geht jetzt durch alle Namen durch und mit jedem Namen ruft er diese Webseite auf und ruft dann, ersetzt dann das Thomas mit dem Namen, der da gerade drin ist. Und das Ganze schmeißt er dann in ein Ergebnis rein und nennt das Ganze nochmal um. Ja, es ist gar nicht so wichtig, was jetzt genau passiert. Ich will es einfach nur euch zeigen, was hier möglich ist. Also jetzt lasse ich das Programm hier laufen. Braucht jetzt ein paar Sekunden, weil es einfach hier jetzt zigmal die Webseite aufgerufen hat. Und jetzt habe ich hier einen Datensatz mit den verschiedenen Namen, die ich hier eingegeben hatte, mit dem vorhergesagten Geschlecht und mit der Wahrscheinlichkeit, die da noch mit dranhängt. Ja? Also da seht ihr, wenn ihr mal irgendwie zum Beispiel irgendwelche irischen Namen habt, ja, dann wisst ihr ja, das ist nicht immer so einfach. Oder mir ging es zumindest so am Anfang. Oder in anderen Sprachen, dann könntet ihr hier jetzt ein sogenanntes Gender-Tagging machen, um weitere Informationen dann zu gewinnen, die ihr dann weiterverarbeitet. Ja, das ist einfach nur diese Genderized-API. Ja, es gibt auch zig andere APIs. Hier ist zum Beispiel das Beispiel mit der New York Times, was ich gerade eben einfach im Webbrowser abgerufen hatte. Jetzt rufe ich das alles selber einfach von meinem A-Programm aus auf. Ja, wenn ich das mal hier mache, das müsste jetzt auch funktionieren, der ruft einfach nur diese Webseite auf. Das FromJSON heißt einfach nur, nimm, was da zurückkommt und interpretiert das Ganze als JSON-Objekt, weil es nun mal so ist. Und das ist dokumentiert auch in ihrer Webseite, dass es so ist. Und speichert das Ganze in etwas, das heißt New York Times Movies. Das habe ich jetzt einfach so genannt. Und das kann ich jetzt mal angucken. Was ist da drin? Jetzt seht ihr, jetzt habe ich auf einmal hier einen Datensatz mit Titeln, wo Godfather drin vorkommt und die von der New York Times irgendwann mal begutachtet wurden. Sehe ich da, was irgendwie jetzt die Zusammenfassung war, wann das Ganze publiziert wurde, wann der Film rausgekommen ist oder wann die Review publiziert wurde und so weiter und so fort. Also das sind jetzt einfach mal nur so Beispiele für, wie man so eine API benutzt. Oder dass es halt, wie gesagt, unheimlich viele Möglichkeiten gibt und auch die einfachste Variante ist, Daten im Internet abzugreifen, wenn es eine API schon gibt. Jetzt, wie kommt ihr auf so eine, wie wisst ihr denn, ob es so eine Schnittstelle gibt oder nicht? Ja, ja, also da gibt es eine ganze Liste an verfügbaren Listen. Ich habe jetzt hier einige aufgeführt, wo auch ganz interessante Listen für Sozialwissenschaftler dabei sind oder für Politikwissenschaftler mit dabei sind, Dinge, die interessant sein könnten für euch, ja, wo ihr ein Live-Feed auf Reden bekommt, ja, oder wo ihr ein Live oder ein Feed auf, keine Ahnung, Social Media bekommt und das so über, so wie ich es gerade eben jetzt gezeigt habe, auch abgreifen könnt. Oder ihr googelt halt einfach, ja. Also gebt einfach bei Google Developer und dann den Namen ein. Twitter, Twitch hat eine API, Twilio hat eine API, Spotify hat eine interessante API, kann man auch ganz interessante Forschung mitmachen, weil man da auch Informationen darüber bekommt, wer jetzt welchen Song geliked hat, wer wen auf seiner Buddy-Liste hat auf Spotify. Also ihr seht schon, da ist unheimlich viel möglich, ja. Und so eine API ist jetzt gar nicht so kompliziert. Also in der Regel sind das tatsächlich zwei Zeilen Code, die ihr in einem Programm schreiben müsst. Und das ist echt nicht so kompliziert, das zu lernen. Und auf einmal habt ihr Zugriff zu solchen Daten, die ihr dann weiterverarbeiten könnt. Okay, also so sieht es ungefähr aus. Das Beispiel Package JSON Lite ist da ganz hilfreich. Aber ich will noch weitergehen. Und zwar will ich auf Web-Scraping eingehen. Was ist jetzt Web-Scraping? Also APIs sind quasi Schnittstellen, die oftmals Internetseiten zur Verfügung haben, also gerade so große. Aber Webscraping ist noch allgemeiner. Also Webscraping heißt jetzt erstmal, dass wenn ihr auf eine Webseite geht, hier bin ich mal auf die Webseite der NBA gegangen, weil es mich einfach interessiert hat und weil ich auch so sportbezogene Forschung mitmache oder so Interaktionsforschung mitmache und ich einfach die Forschung mal ausweiten wollte auf eine andere Sportart. Und dann bin ich auf der Webseite der NBA, auf denen ihre Statistiken gegangen und da gibt es unheimlich viele Statistiken, die da sind. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass da tatsächlich zu jedem Spieler genaue Daten sind, welcher Spieler zu wem in einem Spiel gepasst hat. Also hier habe ich jetzt mal den guten Nikola Jokic rausgesucht und da sehe ich jetzt ganz genau für das Spiel gegen die Golden State Warriors in einem gewissen Zeitraum, wo sie daheim gespielt haben in der 20er-21er Saison, wem der Nikola Jokic da überall den Ball gepasst hat. Ja. Okay, also das zeigt mir jetzt diese Webseite von der NBA an. Genauso könnt ihr auch zig andere Webseiten euch anschauen, die ja oftmals automatisch generiert sind. Ja? Also das heißt, im Grunde genommen ist da eigentlich eine API dahinter, aber diese API ist vielleicht nicht zugänglich für euch. Aber ihr könnt ja immer noch die Webseite euch anschauen. Und so eine Webseite ist erstmal nichts anderes als sowas ungefähr.
Ja, also ihr seht hier jetzt auf der linken Seite eine Webseite, so eine Beispiel-Webseite von Arvest, irgendwie Star Wars-Filme, und ihr seht die Überschriften und dann weitere Informationen dazu. Das Ganze ist erstmal eine sogenannte HTML-Seite. Und HTML ist nichts anderes als eine Sprache oder wie ihr jetzt hier seht, wo genau die Informationen drin sind, die jetzt hier euer Browser, ja, euer Chrome oder Firefox oder was ihr immer benutzt, interpretiert und so darstellt, wie ihr das seht, wenn ihr auf eine Webseite geht. Aber dahinter liegt erstmal sowas, wie was da auf der rechten Seite jetzt steht. Und da seht ihr solche Tags mit drin und da sind dann auch genau die Daten drin, die da abgebildet sind. Und das könnt ihr ja auch einfach alles abgreifen. Also ich gehe jetzt nicht darauf ein, was HTML ist, aber wie gesagt, das sind so Dinge, die nächsten Semester auch nochmal interessant sind oder zumindest will ich da ein, zwei, drei Vorlesungen drauf verwenden, weil es durchaus super spannend ist und wie gesagt, meiner Ansicht nach so, ja, also eines der Key Skills sein wird, in den nächsten Jahren mit sowas umgehen zu können. Alles, was ihr im Internet seht, ist erstmal eine Webseite und ist erstmal HTML und die Daten sind erstmal da, weil euer Browser daraus ja irgendwie Sinn macht. Und die Daten, das ist irgendwie ein Wikipedia-Eintrag, ja, also das könntet ihr jetzt auch automatisiert eine Tabelle abgreifen und ist auch wieder überhaupt nicht kompliziert. Es sind auch wieder nur 2-3 Zeilen Code, die ihr da jetzt in RStudio, oder das habe ich jetzt hier verwendet und das ist auch so die Software, die man so jetzt als Sozialwissenschaftler am meisten dafür verwenden würde. Und weil wir damit auch die Daten gleich analysieren können hinterher. Aber ist auch nichts Kompliziertes. Das seht ihr, da ist einfach wieder ein Kommando, was irgendwo diese Webseite erstmal abruft und dann diese HTML-Seite erstmal speichert. Ja, diese Rohdaten, die noch nicht irgendwie jetzt gerendert sind, also vom Browser irgendwie abgebildet und dargestellt, sondern einfach die Daten, die da drunter liegen. Und dann könnt ihr durch diese Daten durchnavigieren. Ja, und verschiedene Elemente abgreifen. Und hier werden dann zum Beispiel verschiedene Überschriften abgegriffen und die werden dann gespeichert und dann könnt ihr damit umgehen. Ja? Und das zeige ich es vielleicht mal ganz kurz, weil das Beispiel habe ich auch mit dabei. Ja, also wenn ich jetzt auf das hier mache, wenn ich das mal laufen lasse, was passiert da? Da geht ihr jetzt auf diese Webseite, die hier eingetragen ist. Und dann hat ihr die ganze Webseite gespeichert. Das zeige ich euch mal, da ist tatsächlich die ganze Webseite drin. Ja, das ist die ganze Webseite, die da drin ist. Und dann hier, in dieser Zeile, navigiert er jetzt zu HTML-Elementen, die Sektion heißen. Und von diesen Filmen, weil das weiß ich jetzt, dass das die Filme sind, da greift er sich jetzt jeweils die zweite Überschrift ab und den Text, der damit dazu drinsteht. Und jetzt habe ich hier irgendwie von dieser Website die Titel abgegriffen für die verschiedenen Star Wars-Filme. Also das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber das kann alles Mögliche sein, wo ihr Daten strukturiert im Internet findet. Und in der Regel sind die Daten ja strukturiert, weil sie auch oftmals automatisiert generiert werden. Und das könnt ihr abgreifen. Das ist manchmal dann ein bisschen nicht ganz so einfach. Ja, also ich habe mal hier irgendwie noch ein Beispiel. Jetzt keine Ahnung, das ist aktuell die Tagesschau. Habe ich jetzt von Nachrichten geguckt. Jetzt gehen wir mal drauf. Das seht ihr jetzt unten, habe ich mal jetzt hier den Developer-Modus eingeschaltet. Oben ist, das ist die Webseite, die ihr ganz normal finden würdet. Und hier habe ich jetzt tatsächlich, wie das aussieht, wie diese HTML-Seite aussieht, was da genau alles drinsteckt. Und das sah da eigentlich, ist auch ganz schön. Kann ich das mal hier runterfahren? Ja, nicht unbedingt. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Information hier haben will, ja, diesen Titel, kann ich einfach draufgehen und das Element Inspect-Element machen. Und jetzt zeigt ihr mir ganz genau, wo im HTML-Code dieses Ding drinsteht. Ja, jetzt müsste ich jetzt irgendwie dahin navigieren, um die Informationen abzugreifen. Und da gibt es auch nochmal ganz interessante Tools, die das auch nochmal vereinfachen für euch, wo ihr eine Chrome-Extension habt und dann könnt ihr was auswählen und dann generiert ihr automatisch einen sogenannten XPath, um jetzt so ein Element abzugreifen, um die Informationen dann weiter zu verarbeiten. Okay, also wie gesagt, jetzt, ich will euch gar nicht verrückt machen, ich will euch einfach nur zeigen, guckt mal, wie einfach das ist. Seht mal, was alles möglich ist und das sind jetzt eher 2 Zeilen Code, mit denen man sowas machen kann. Und dann hat man die Daten, die man weiter verarbeiten kann. Also unheimlich spannendes Feld, wie man digitale Spuren abgreifen kann, im einfachsten über APIs. Aber wenn es das nicht gibt, könnt ihr jede beliebige Internetseite abgreifen. Manchmal ist es ein bisschen komplizierter, weil da ein JavaScript abläuft, aber dann benutzt ihr was wie Selenium zum Beispiel. Das generiert einfach nochmal einen Fake-Browser, also da wird tatsächlich dann Firefox aufgerufen und
das JavaScript ist wiederum ein Programm, das wird irgendwann mal in HTML übersetzt und das könnt ihr dann abgreifen, und weil irgendwie muss der Browser das ja abbilden. Ja? Also irgendwann kommt das übersetzte HTML bei dem an und da setzt ihr an und das könnt ihr dann abgreifen und quasi absaugen, ja? Web-Scraping machen. Ganz spannendes Feld. Aber könnt ihr euch vorstellen, kann man auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen anwenden in den Sozialwissenschaften. Aber ich will wenigstens noch mal kurz auf Sekundärdaten angehen. Also das ist so der dritte große Block für heute, nach nicht-reaktiven Verfahren und Internetdaten. Auch weil, wie gesagt, 80% meiner Forschung das entweder das eine oder das andere benutzt. In der Regel wahrscheinlich Sekundärdaten benutze ich noch häufiger als jetzt Web-Scraping oder Daten, die ich irgendwie sonst mit APIs oder von Computerspielen abgegriffen habe. Was sind Sekundärdaten? Mit Sekundärdaten meinen wir erstmal bei uns in den Sozialwissenschaften in der Regel Daten, die von anderen bereits erhoben wurden. Also ihr geht da nicht mehr raus ins Feld und führt eine Umfrage durch, sondern die Umfrage wurde schon durchgeführt und die Daten sind zur Verfügung für euch. Und mittlerweile ist es so, dass viele Geldgeber für Forschungsprojekte mittlerweile eine Bedingung stellen, dass Daten, die im Rahmen von einem Forschungsprojekt erhoben werden, dass die auch anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden. Macht ja eigentlich auch Sinn. Ich meine, wenn die EU da viel Geld investiert, und das machen die, da geben die Millionen dafür aus, dass Bevölkerungsumfragen gemacht werden oder Umfragen bei gewissen Gruppen, dann macht es doch Sinn, dass die Daten auch anderen Forschern zur Verfügung stehen. Hat auch den Vorteil, dass dadurch die Daten, dass oftmals die Qualität der Daten auch steigt, weil man ja weiß, okay, die Daten kann jeder genau analysieren. Ja, also von daher ist es extrem transparent und dadurch ist es dann auch weniger möglich, Ergebnisse zu manipulieren bzw. zu faken, einfach weil die Daten da sind und jeder das nachprüfen kann. Von daher, es wird auch mehr und mehr zur Norm, dass Replication Packs angeboten werden. Was heißt das? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Forschungsstudie mache oder einen Artikel schreibe, dann tue ich da nicht nur den Artikel veröffentlichen, sondern gleichzeitig dazu auch alles, wie ich es gemacht habe. Ja, also auch den Code, was ihr gerade eben so in A gesehen habt, so ein bisschen, aber vielleicht auch sogar die Daten, dass jeder das nachvollziehen kann und jeder das replizieren kann. Okay, also Sekundärdaten sind erstmal Daten, die andere Forscher bereits erhoben haben oder Daten, die aus Primärdaten abgeleitet sind. Also manchmal sind es auch Zusammenfassungen, ja, also das zählen wir jetzt auch als Sekundärdaten. Aber bei uns ist es eigentlich eher in den Sozialwissenschaften Daten, die von anderen bereits erhoben sind. Und in der Regel sind die auch schon weiterverarbeitet. Also in der Regel sind die anonymisiert. Da habe ich nicht mehr die Rohdaten, die tatsächlich genauso sind wie bei der Erhebung. Und im Gegensatz dazu haben wir Primärdaten. Damit meinen wir Rohdaten, die bei einer Erhebung unmittelbar gewonnen werden und die nicht weiter verarbeitet sind. Also tatsächlich, wenn ihr eine Umfrage macht, der Datensatz, der hinterher rauskommt. Und Sekundärdaten ist dann Datensatz, der aufbereitet ist, wo dann nicht mehr erkennbar ist, jetzt, wer ist wer, aber den Datensatz, der ist zur Verfügung gestellt und jemand anders kann damit forschen. Und als Sekundäranalyse bezeichnet man jetzt die empirische Forschung, die Primärdaten erneut analysiert, ja, also die Daten von anderen. Und das kann geschehen, um alte Ergebnisse zu reproduzieren und zu kontrollieren oder um neue Fragestellungen mit vorhandenen Daten kostengünstig zu beantworten. Ja, also da könnt ihr auch dann neue Fragestellungen auf alte Datensätze anwenden oder schauen, wie sich Dinge verändert haben. Okay, Sekundäranalyse ist, glaube ich, so, denkt man erstmal an Umfragedaten, die dann zur Verfügung stehen, aber das muss nicht so sein. Also es können alle möglichen Daten sein. Können auch Interviews sein, können auch Feldaufzeichnungen sein. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Ein Doktorand von mir erforscht im Moment gerade Spielsucht und wie das so mit Netzwerken zusammenhängt, beziehungsweise mit sozialen Kontexten. Ja. Und da haben wir uns alles Mögliche überlegt, haben wir auch überlegt, Interviews zu führen mit Spielsüchtigen. Aber jetzt ist das ein ziemlich großer Aufwand. Ja, erstmal zu finden und das durchzuführen, kostet viel Zeit und Geld. Und dann haben wir jetzt einen Datensatz gefunden, wo solche Interviews bereits durchgeführt wurden. Es war jetzt in Australien, aber hat trotzdem interessante Informationen für uns, weil die vielleicht auch einen Aspekt nicht betrachtet haben, der jetzt für uns interessant ist. Ja, wie der soziale Kontext da jetzt reinspielt zum Beispiel. Oder wie Freunde euch zur Spielsucht bringen oder helfen, davon wieder rauszukommen. Das waren so Fragestellungen, die uns interessiert haben. Aber Sekundäranalyse kann, wie gesagt, muss nicht unbedingt nur Umfragedaten sein,
kann es, aber kann auch andere Dinge beinhalten. Im gleichen Forschungsprojekt haben wir auch Daten aus Boston benutzt. In Massachusetts wurde eine groß angelegte Prävalenzstudie gemacht, wurden Zehntausende von Leuten befragt, ob sie, jetzt nicht unbedingt, ob sie spielsüchtig sind oder ob sie vielleicht online mal spielen, Online-Casinos sind oder ob sie mal beim Pferderennen wetten oder sonst irgendwas. Ja, was das sonst, oder bei einem Online-Game irgendwie eine Lootbox kaufen, was auch immer. Aber jetzt in dem Maßstab, bei Zehntausenden von Leuten das zu machen, das hätten wir gar nicht durchführen können. Ja, aber wir haben die Autoren angeschrieben, war eine Veröffentlichung, haben wir die angeschrieben und gefragt, wie sieht es denn aus? Was sind denn die Daten, die ihr da habt? Und können wir auf die Daten zugreifen? Könnt ihr uns da Zugang vergeben? Da haben wir gesagt, ja, das machen wir. Aber was dann oftmals passiert, ist, dass dann da vielleicht eine Datennutzungsvereinbarung ausgefüllt werden muss. Haben wir da auch gemacht, da haben wir mit denen einen Vertrag geschlossen, wo wir gesagt haben, okay, das und das haben wir vor mit den Daten, das und das machen wir nicht mit den Daten. Aber so haben wir dann Zugang zu Daten bekommen, was uns selbst Jahre gebraucht hätte, die zu erheben. Okay, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Hier habe ich ein gleiches Video für den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärdaten. Aber da will ich jetzt überspringen, weil es ist auch nicht unbedingt so interessant ist. Die Vorteile von Sekundäranalysen gehe ich jetzt direkt drauf ein. Und zwar, ihr könnt es euch schon denken, das spart ziemlich viel Geld und Zeit. Also ein Beispiel möchte ich euch nochmal nennen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch mittlerweile sehr viel mit einem gewissen Datensatz auf EU-Ebene publiziert. Da haben Forscherkollegen von mir, die ich auch alle kenne, aus vier verschiedenen Ländern sich zusammengetan, ein großes Konsortium gebildet und sind europaweit in 800 verschiedene Schulen gegangen und haben dort bei Schulklassen die Netzwerkbeziehungen erhoben. Zum Beispiel, wer ist mit wem befreundet in der Schulklasse, wer sitzt gerne neben wem, wer kann den wen überhaupt nicht leiden. Noch genug andere Sachen wurden da erhoben. Ja, aber jetzt dieser Netzwerkaspekt, der interessiert mich für meine Forschung. Und das hätte ich jetzt selbst einfach gar nicht durchführen können. Ja, ich hätte gar nicht die Mittel, zu 800 verschiedenen Schulen zu gehen und dort diese Daten zu erheben. Ja, die konnten das machen, weil es ein Riesenprojekt war, was von der EU unterstützt wurde, wo, wie gesagt, eine ganze Truppe an Forschern sich zusammengeschlossen hat und gesagt hat, okay, lasst uns diese Daten auf diese Ebene erheben. Dann kann jeder die Daten benutzen und kann jeder was damit machen. Und da sind auch genug Publikationen, es sind auch schon hunderte Publikationen entstanden, die diese Daten benutzen. Ja, unter anderem auch einige von mir, wo ich diese Daten benutze und wo mir das unheimlich viel Geld und Zeit gespart hat. Weil das Einzige, was ich machen musste, war, wie gesagt, so einen Datennutzungsvertrag auszufüllen, den einzureichen und einen Tag später hatte ich Zugang zu den Daten, was mich sonst Jahre gedauert hätte und was ich auch nicht hätte bezahlen können. Okay, man kann große Stichproben oftmals haben, die man so selbst gar nicht erheben könnte. Die Datenqualität ist oftmals höher. Warum? Einfach, weil das durch so einen Vetting-Prozess geht. Ja, also wenn da so ein großes, könnt ihr euch vorstellen, wenn da ein riesen OEI-Projekt läuft, wo Daten erhoben werden, da haben sich da einige Forscher Gedanken gemacht, wie man jetzt die Fragen genau stellt oder was da eventuell Probleme sind oder was man da berücksichtigen kann. Oftmals sind solche Daten auch gut dokumentiert. Da habe ich auch gleich nochmal ein Beispiel dazu beim European Social Survey. Es gibt auch die Möglichkeit, longitudinale Forschung zu machen. Was heißt longitudinale Forschung? Das heißt einfach Forschung über die Zeit hinweg. Ja, wenn da jetzt manche Studien, in Deutschland wäre das zum Beispiel das sozioökonomische Panel, was glaube ich seit den 80er Jahren läuft, da wird jedes Jahr, werden Leute befragt zu Einkommen, was auch immer. Jetzt habe ich da Daten von denselben Leuten über die letzten 40 Jahre hinweg. Ja, das heißt, ich kann tatsächlich mir anschauen, wie verändert sich das in dem Zeitverlauf. Die Ausdauer hätte ich gar nicht, dass ich 40 Jahre lang warte, irgendwie bis ich mal meine Studie anfangen kann und jedes Jahr vorher diese Daten erheben muss. Also ihr seht schon, das geht weit über das hinaus, was ein einzelner Mensch machen kann. Es ermöglicht auch die Analyse von Subgruppen. Oftmals, weil solche großen Datensätze da sind, kann man da ganz reinzoomen und sich eine Spezialgruppe angucken, die man so nicht unbedingt erfassen könnte. Man kann ländervergleichende Studien machen und oftmals auch neue Ideen oder neue Theorien auf alte Daten anwenden. Jetzt Nachteile von Sekundäranalysen, ich nehme es auch mal vorne weg. Man muss erstmal verstehen, was in den Daten so drin ist. Und das ist bei Sekundärdaten nicht so ganz trivial, weil manchmal ist das sehr komplex. Manchmal habt ihr da hunderte von Dateien, die irgendwie miteinander zusammenhängen und das müsst ihr erstmal verstehen.
was da jetzt genau passiert. Und wenn ihr die Daten nicht selbst erhoben habt, dann ist es umso schwieriger, damit ihr wisst, was da jetzt genau drin ist. Bei manchen ist es sehr gut dokumentiert, ja, aber bei manchen eben auch nicht. Also bei manchen habt ihr einen Datensatz und dann müsst ihr, habe ich auch schon erlebt, da habt ihr irgendwie eine Spalte und eine kryptische Bezeichnung und müsst irgendwie euch überlegen, was ist das denn jetzt, was da in dieser Spalte drin steht, in diesem Datensatz, ja, oder was heißt denn diese Zahl da jetzt? Die Beschreibung dessen, das nennt man Dokumentation von solchen Daten, die ist nicht immer gut. Ja, ich zeige euch ein Beispiel, wo sie ganz gut ist, aber sie ist nicht immer gut. Es kann sehr groß und komplex sein. Wichtige Variablen, die euch interessieren könnten, tatsächlich fehlen. Ja, also ihr wollt eine Studie zu Spielsucht machen und sozialen Netzwerken, aber es ist da ein Datensatz, der hat Spielsucht drin, aber keine Netzwerke. Oder umgekehrt, ein Datensatz, der Netzwerke drin hat, aber keine Spielsucht. Ja, das sind so Probleme, weil ihr die Daten ja nicht irgendwie selbst erhoben habt, sondern weil die Daten für andere Zwecke erhoben wurden und nicht unbedingt euer Sinn oder euer Anwendungsfeld da eine Rolle gespielt hat, als die Daten erhoben wurden. Das heißt aber nicht, dass die Daten nicht brauchbar sind. Ja? Also im Gegenteil. Kann durchaus sehr, sehr hilfreich sein. Okay. Also wie gesagt, manchmal passt das Puzzle auch nicht so richtig. Ja? Also da habt ihr dann Daten, die vielleicht so dran sind, aber nicht genau das, was ihr eigentlich wollt. Aber nichtsdestotrotz, also ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich 80-90% meiner Forschung benutze Sekundärdaten. Einfach, weil ich gar nicht die Ausdauer habe. Ich habe auch schon Daten selber erhoben, ja, aber das dauert einfach oft extrem lange. Und das, was man so selbst machen kann, ist dann oftmals auf so einem kleinen Level, auf so einer kleinen Niveau, was man, wo man einfach mit anderen Datensätzen viel besser arbeiten könnte. Also wenn ihr zum Beispiel eine Bachelor- oder eine Masterarbeit schreibt, dann empfehle ich immer auch Sekundärdaten zu benutzen, weil da könnt ihr mit ganz anderen Daten arbeiten. Viel höhere Qualität. Ihr habt auch viel mehr Zeit dann für die eigentliche Analyse. Ansonsten hängt ihr da fest an der Datenerhebung und habt ihr immer noch keine Ergebnisse. Ja, und umgekehrt, wenn ihr mit Sekundärdaten arbeitet, dann habt ihr die Daten schon mal und könnt euch dann auf die Analyse fokussieren oder eure Fragestellung, die ihr damit dann beantworten könnt. Okay. Ich habe es gesagt, das läuft ja jetzt nicht so, dass man da einfach irgendwelche Daten herunterlädt, sondern oftmals muss man sich dafür registrieren, muss da irgendwie einen Datennutzungsvertrag ausfüllen. Aber das ist auch kein Hexenwerk. Ja? Also ich will es euch mal zeigen, wie sowas aussieht. Was ist denn? Ja, das habe ich tatsächlich jetzt so ausgefüllt für zwei Studenten von mir im letzten Jahr, die eine Masterarbeit geschrieben haben. Habe ich mit der GESIS, die sind in Köln, das ist in Deutschland so ein großes Datenarchiv. Da habe ich da einen Antrag ausgefüllt und da ist irgendwie dieser Datensatz, den wollten wir haben. Das sind Children of Immigrants Longitudinal Survey in 4 European Countries. Also mit dem Datensatz habe ich auch schon einiges viel gearbeitet. Da muss man eine Beschreibung davon abgeben, was man damit vorhat. Sagen wir mal das andere. Das ist ein bisschen spezieller, da muss man zwei Dinge einreichen. Zusätzlich, da muss man ein kleines Abstract reinschreiben, was wir vorhaben mit den Daten. Da haben wir geschrieben, okay, wir wollen den und den Effekt analysieren oder die und die Perspektive drauflegen. Und dann haben wir das eingereicht und zwei Tage später hatten wir Zugang zu den Daten. Okay. Also wie gesagt, kein Hexenwerk. Jetzt möchte ich nochmal eingehen auf verschiedene Datenquellen, die ihr benutzen könnt oder wo ihr solche Sekundärdaten findet. Zum einen habt ihr da offizielle Daten. Was sind offizielle Daten? Das sind jetzt tatsächlich Daten, bei uns wäre das jetzt vom Statistischen Bundesamt oder Daten, die woanders anfallen. In den USA wäre das zum Beispiel Regierungsdaten von data.gov, also da findet ihr alles Mögliche. In Schweden gibt es ganz detaillierte Daten, mit denen ich auch gearbeitet habe. Das ist eine Publikation, die wir vor ein paar Jahren hatten, wo ich euch gesagt habe, dass wir Daten zu allen Menschen hatten, die in Schweden gelebt haben. Da haben wir uns jetzt nur auf Stockholm konzentriert und haben uns angeschaut, wo ziehen die denn hin? Ja, ziehen die von einem Stadtteil in einen anderen Stadtteil und haben uns die Migrationsflüsse angeguckt und haben das analysiert, ob die da jetzt irgendwie eher hinziehen, wenn da Schweden leben, als wenn da Ausländer leben, oder ob sie eher wegziehen, wenn mehr Ausländer in einem Stadtteil leben als Schweden. Man nennt sich Ethnic Flight und Ethnic Avoidance. Aber einfach nur, das sind jetzt so Daten, die wir hier benutzt haben, Sekundärdaten, die wir so selbst auch gar nicht hätten erheben können. Okay. Bei Eurostat findet ihr eine ganze Reihe an Daten frei zugänglich. In Deutschland, wie gesagt, beim Statistischen Bundesamt, Destatis, haben eine ganz große Datenbank, auch Zugang zu Daten, die ihr dafür haben könnt. Mittlerweile haben die auch eine API, damit ihr das Ganze automatisiert auch machen könnt. Dann gibt es die statistischen Landesämter, ganz tolle Regionaldatenbanken, wo ihr zu jedem
jedem Dorf in NRW jetzt Wahldaten abgreifen könntet oder Kriminalitätsstatistiken oder Arbeitslosenzahlen, das über Zeiträume hinweg. Also da gibt es viele Daten, die ich auch alle schon benutzt habe. Ich zeige euch gleich nochmal ein Beispiel dazu. Das wird oftmals zusammengeführt bei Forschungsdatenzentren. Das ist jetzt hier eine Webseite, forschungsdatenzentrum.de, wo die statistischen Landesämter und das Statistische Bundesamt sich zusammengetan haben, und um ihre Daten zugänglich zu machen für Forscher. Dann gibt es auch Initiativen, Open Data, habt ihr vielleicht schon mal gehört, wo es darum geht, Daten des öffentlichen Sektors zur Verfügung zu stellen. Also in NRW gibt es eine Initiative, gibt es interessanterweise sogar auch für Aachen. Ja? Also das fand ich ganz spannend. Das habe ich am Wochenende gefunden und fand es ganz cool. Da könnt ihr Daten abfragen. Ich habe tatsächlich herausgefunden, wo in Aachen wann Strafzettel vergeben wurden. Ja, solche Daten findet ihr da zum Beispiel. Und wenn ihr euch jetzt für interessiert, zum Beispiel das Verkehrsaufkommen, ja, oder ihr habt eine Idee, ihr wollt irgendwie einen Einfluss von, keine Ahnung, von der Sperrung des Templergrabens erforschen, ja, wie sowas eine Auswirkung hat, dann könntet ihr euch überlegen, dann müsste sich das ja auch in der Anzahl an Strafzetteln, die regional oder in gewissen Gegenden, in gewissen Straßen vergeben wird, müsste sich das ja auch ändern. Ja. Also das könntet ihr da tatsächlich erfassen. Also wenn ihr da drauf geht, findet ihr tatsächlich auch interessante Daten zu Aachen. Ich habe schon genannt, Kriminalstatistiken ist auch ganz interessant. Mit den Daten habe ich auch schon mal gearbeitet von der Polizei. Das sind alles öffentliche Daten oder offizielle Daten. Ja? Das merkt ihr schon, von offiziellen Regierungsinstitutionen. Hier ein Beispiel, wo ich solche Daten tatsächlich auch schon mal zusammengeführt habe. Also da ging es mir um die Ausbreitung von rechtsextremer Gewalt in Sachsen. Da habe ich eine Webseite gefunden, eine Webseite von der Watchdog-Organisation, die so verschiedene rechtsextreme Events gelockt hat. Also wenn da jetzt Graffiti an der Wand war oder jemand verprügelt wurde oder jemand angefeindet wurde, da wurde das ganz genau gelockt. War ein Eintrag, war eine Webseite am 13. August in Pirna, und so viel Uhr ist das passiert. Ja. Und das waren viele Einträge. Also diese Daten habe ich tatsächlich automatisiert gescraped, so ähnlich, wie ich es euch vorhin auch gezeigt habe. Und dann habe ich diese Daten herausgegriffen mit dem Zeitstempel. Dann hatte ich dann das Ort dazu. Dann habe ich tatsächlich eine Google-API benutzt, um dadurch die geografischen Koordinaten herauszufinden, wo das jetzt genau war. Und dann habe ich dann das mit anderen offiziellen Daten noch kombiniert, mit sozioökonomischen Daten, so Arbeitslosenstatistiken in den verschiedenen Kommunen in Sachsen. Dann habe ich irgendwie Schuldaten dazu benutzt, wo die Schulen waren, wie viele Schüler da waren. Dann habe ich Wahlergebnisse noch benutzt, weil mich auch interessiert hat, breitet sich es eher aus, wenn da auch viel, damals war es die NPD gewählt wurde oder wenn im Nachbardorf viel NPD gewählt wurde. Dann habe ich auch diese polizeiliche Kriminalstatistik noch benutzt und das kam alles zusammen. Da sind verschiedene Datenquellen, um dann so die Ausbreitung von rechtsextremer Gewalt in Sachsen mir anzuschauen. Also ihr seht schon, ihr könnt da unheimlich spannende Sachen mitmachen. Jetzt, wo findet ihr solche Daten? Ja, also ich habe jetzt offizielle Daten genannt, aber es gibt auch Datenarchive. Und für Deutschland gibt es da die GESIS. Die GESIS hat ein großes Datenarchiv für die Sozialwissenschaften. Die GESIS, das ist in Köln, haben auch in Mannheim haben sie auch noch einen Standort. Aber da findet ihr somit die größte Datenbank für frei zugängliche Datensätze, sozialwissenschaftliche Datensätze in Deutschland. Also die haben, glaube ich, so 70.000 oder 80.000 Datensätze, die ihr unter Umständen für euch, eure Forschung benutzen könnt. Ja, es ist keine Zeit, weiter darauf einzugehen, aber auf die Webseite könnt ihr tatsächlich mal draufklicken, euch mal anschauen, was da alles ist. Irgendwie, da gibt es für verschiedene Länder verschiedene Datenarchive, also eigentlich gibt es für jedes Land ein Datenarchiv, was in der Regel auch durch öffentliche Gelder betrieben wird, um so die Forschungslandschaft am Leben zu erhalten. Für Schweden zum Beispiel, aber auch für UK gibt es das UK Data Archive. Da könnt ihr dann nach gewissen Themen suchen und dann findet ihr Studien, die dazu schon durchgeführt wurden und wo die Daten auch zur Verfügung sind. In den USA ist es ICPSA, wie gesagt, oder Harvard Dataverse. Das sind solche Meta-Seiten, wo die verschiedenen Datensätze drin sind. Zum Beispiel hier ist im Harvard Dataverse, da gibt es 55.000 Studien und Datensätze, die da zur Verfügung stehen. Okay, dann gibt es noch große Datenerhebungen, haben wir jetzt leider keine große Zeit mehr dazu, aber ganz kurz, European Social Survey, eine große Umfrage, die alle 2 Jahre, glaube ich, stattfindet in verschiedenen europäischen Ländern.
Kollege von mir managt tatsächlich den irischen Beitrag dazu. European Social Survey ist ein sehr guter Datensatz, weil er auch sehr gut dokumentiert ist, hohe Qualität hat. Also da wisst ihr ganz genau, was da drin erhoben wurde. Dann irgendwie sowas wie eine PISA-Studie, da habt ihr alle schon mal von gehört. Das sind ja auch Daten, die von der OECD erhoben werden. In Deutschland haben wir den ALBUS, die allgemeine Bevölkerungsumfrage oder zum Beispiel das sozioökonomische Panel. Das sind alles große Studien, die in Regelmäßigkeit erhoben werden, also wo oftmals auch eine Dauerfinanzierung dann da ist, was es dann Forschern erlaubt, eben auch ältere Datensätze zu verwenden. Und das Ganze, wenn man jetzt solche Datensätze verwendet, die zitiert man ja auch. Also das ist nicht so, dass man jetzt da Datensätze klaut. Ja? Nein, im Gegenteil, man macht klar, man benutzt jetzt diese Datensätze und oftmals wird eben auch klargestellt, wie das die Daten jetzt zu zitieren sind. Also beim European Social Survey steht auch ganz klar hier, wie jetzt das Ganze im Literaturverzeichnis zitiert werden soll. Okay, aber das war jetzt ein Tour de Force durch die Sekundärdaten und die Spuren. Und ihr merkt schon, jetzt haben wir es gerade so geschafft, mit der Literatur und mit dem wissenschaftlichen Schreiben hätte es jetzt noch weniger geschafft. Aber ich hoffe mal, dass es interessant war. Und wenn euch das interessiert, also wie gesagt, im nächsten Jahr in der Datenanalyseveranstaltung gehen wir da nochmal näher drauf ein, gerade auf Internetdaten, wie man damit umgeht, aber auch wie man Sekundärdaten bekommt und dann weiter verarbeitet. Okay, habt ihr irgendwelche Fragen? Alles gut soweit? Gut, dann jetzt ein Hinweis. Haben wir eine Frage im Chat? Was davon ist nun klausurrelevant? Ich meine, ihr müsst wissen, was Sekundärdaten sind zum Beispiel, oder ihr müsst wissen irgendwie, was ist denn eine API, oder wenn ich euch frage, wie kann man denn Daten irgendwie im Internet bekommen? Ich werde jetzt nicht genau nach dem Code fragen, wie das jetzt funktioniert. Ja, also das werde ich nicht tun. Aber in der Regel, wenn da irgendwelche Texte stehen, oder es könnte auch schon sein, dass ich euch frage, was sind denn große Studien? Und dann habt ihr da manche zur Auswahl und dann müsst ihr da schon erkennen, was jetzt große Studien sind oder was jetzt Datenarchive sind und was nicht. Also wie gesagt, Programmieren ist nicht klausurrelevant. Das habe ich von Anfang an klargestellt, nicht in dieser Veranstaltung. Das ist in einer anderen Veranstaltung. Aber so prinzipiell Vor- und Nachteile von Sekundärdaten, ja, Probleme beim Webscrapen, Vorteile davon, solche Sachen, Beispiele davon, ja, Beispiele von physischen Spuren, Beispiele von digitalen Spuren. Alles, was wir hier so besprechen, das ist in der Regel relevant. Haben wir noch eine andere Frage? Sim. Ich habe tatsächlich noch ein paar eher persönlichere Fragen, weil mich Ihre Einstellung zu ein, zwei Sachen interessieren würde. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das noch relevant ist. Ja, das können wir vielleicht später nochmal, ich bleib noch online, kann man noch ein paar Minuten quatschen irgendwo. Vielleicht für die anderen jetzt noch, ich meine, jetzt sind wir ja schon fast am Ende der Veranstaltung. Also nächste Woche haben wir nochmal eine Veranstaltung hier. Ich will kurz nochmal auf wissenschaftliches Schreiben oder Argumentieren eingehen, gerade weil ich das auch sehr interessantes Thema finde und was man sonst irgendwie auch nie hört, was aber einem trotzdem sehr viel helfen kann, so in seinem Studium. Und ansonsten habe ich dann für nächste Woche einfach eingeplant, dass wir einfach eine offene Fragerunde haben, wo ihr mich Dinge fragen könnt in Bezug auf die Klausur. Ich will auch schon mal einige Beispielfragen soweit fertig haben für nächste Woche, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie so eine Klausur dann aussieht, ja, oder was man so allgemein zur Klausurvorbereitung machen kann. Ja, also am Anfang kurz nochmal wissenschaftliches Schreiben, aber da will ich nicht allzu viel Zeit drauf verwenden und dann eher so Klausurvorbereitung für euch. Also wenn ihr da jetzt Fragen habt, überlegt es euch. Ja. Ich werde nächste Woche auch nochmal fragen, was soll ich denn wiederholen? Ich meine, wenn ihr dann ruhig seid, dann sage ich auch nichts. Ja, also dann scheint es mir, dass alles klar seid. Von daher überlegt euch, wenn ihr Fragen habt. Ihr könnt mich nächste Woche alles fragen. Die Klausur, die genauen konkreten Klausurfragen werde ich euch nicht sagen. Aber ansonsten könnt ihr mich eigentlich alles zur Klausur fragen. Gut, dann bedanke ich mich und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.